mit Climate Tech, um HR auch bestmöglich zu verknüpfen. Genau. Es gibt viel zu tun da. Das definitiv. Packen wir es an. Dankeschön, Dankeschön. Super. Und ja, jetzt freue ich mich ganz besonders auf den nächsten Programmpunkt, den anzukündigen, weil man kann zwei Themen mit einer ja mit einer Klappe schlagen, kann man sagen. Einmal das Thema New Work und das Thema Green Company sind sehr nah miteinander verknüpft und das liegt alles sehr nah zusammen. Und von daher, ja, freuen wir uns jetzt auf deinen Vortrag, Arne, und lassen dir die Bühne jetzt frei. Ja, dann übertrag mir mal den Bildschirm, da kommt er schon, wunderbar. Die Ivana, die ist auf Zack im Hintergrund. So, jetzt müsste man eigentlich meinen Bildschirm sehen. Ich mache mal meine Präsentation groß, sodass ich dann das zeigen kann, was ich jetzt mitgebracht habe für unsere Teilnehmer. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt dabei sind. So nach und nach haben sich ja jetzt doch die Zahlen vervollständigt hier. Ich freue mich darauf, jetzt einen Beitrag leisten zu dürfen, der eine Brücke schlägt zwischen zwei ganz wichtigen Themen. Dem einen ist New Work, was schon seit längerer Zeit sozusagen in aller Munde ist, ein Stück weit en vogue auch. Ja, man muss sich für die moderne Arbeitswelt aufstellen. Aber letztlich, und das werde ich jetzt gleich auch beweisen in meinem Vortrag, muss die New Work letztlich green sein? Und die Herleitung, die werde ich leisten und dann will ich natürlich auch aufzeigen, wie kann jetzt HM Green letztlich dabei unterstützen. Hier vielleicht gleich vorweg gesagt, ich bin ja Geschäftsführer beider Firmen, deswegen sehen Sie jetzt hier auch sozusagen ein doppeltes Corporate Design. Ja? Ich beginne praktisch als HR Kontrast Geschäftsführer, der schon seit vielen Jahren mit dieser Firma eben professionelles HR-Management mit einem Team in Unternehmen unterstützt. Und seit einiger Zeit jetzt, wie ich in der Intro heute Morgen in der Anmoderation aufgezeigt habe, auch als Geschäftsführer der HM Green, weil ich mit meinem Kooperationspartner Tjalf Nienaber und mit dem Andreas Prager eben gemeinsam die Idee auch umsetzen wollte, dass Personalmanagement auch ökologisch sein muss. So, deshalb sehen Sie praktisch zwei Welten, die in meiner Person jetzt wiedergespiegelt werden. So ist dann auch ein Stück weit meine Agenda aufgebaut. Da kann man das recht sehen. Der erste Teil sozusagen noch unter der Ägide von HR Kontrast vorgestellt, weil das sind genauso Beratungsthemen, die wir eben mit dieser Firma unterstützen. Sie sehen das in dem Logo. Das ist auch ein Wortspiel. HR Kontrast steht für Human Resources Consulting Training Strategie. Und das ist letztlich, sagen wir mal, auch der Bereich, den wir abdecken mit unseren Geschäftsfeldern. Und dann wechsle ich in das Corporate Design von HM Green, um eben aufzuzeigen, wie müsste man jetzt eigentlich ökologisches Personalmanagement letztlich auch betreiben. Vielleicht ist es für Sie aber auch wichtig zu wissen, dass im Hintergrund sozusagen jemand das Thema angeht, der jetzt nicht nur aus der ökologischen Seite kommt und da mit Passion dran ist. Ich hoffe, dass man das bei mir auch spürt, dass sie da ist, sondern dass ich eben auch von der Seite des Personalmanagements komme. Und wie heute Morgen kurz auch bei meiner Vorstellung gesagt, ich bin in vielen Jahren auch Personalmanager gewesen in leitenden Funktionen bei Siemens Business Services seinerzeit, aber auch bei Scout24, 4 Jahre als Personaldirektor und in zahlreichen anderen Stellen war ich im Personalmanagement auch operativ tätig, bevor ich dann mein Herz für die Beratung letztlich gefunden hatte und dem Thema HR immer auch treu geblieben bin. Also ich bringe jetzt praktisch zwei Welten zusammen in diesem Vortrag und obendrein zeige ich noch auf, warum die New Work, um die wir uns sicherlich alle kümmern müssen, eigentlich nur green sein kann. Und sobald ich dann in die HM Green Story überwechsel, das ist praktisch die Short Story. Da arbeite ich die What Story, die Why Story, die Now Story, die HR Story und die How Story ab, um zum Schluss nochmal zu sagen, wer ist sozusagen in der Who Story die treibenden Personen. Lassen wir uns direkt einsteigen. Ich glaube, wir wollen hier keine Zeit verschwenden. Ich möchte kurz das Thema New Work etwas beleuchten, weil New Work ist zwar in aller Munde, es ist aber auch ein Stück weit so ein bisschen unbekanntes Land. Ja? Jeder spricht drüber, so ein bisschen buzzwordartig. Und wenn Sie das mal einmal bei Google eingeben, New Work, Bilder zeigen, dann finden Sie solcherlei tolle Grafiken, in denen verschiedene Bausteine der New Work aufgezeigt werden. Und dann gehen Sie auf das nächste Bild und dann finden Sie da wieder neue Begrifflichkeiten. Und natürlich sind da Agilität drin, das ist ja klar, aber auch Antifragilität, Unwuchtmanagement. Da fragt man sich so ein bisschen, wow, was ist denn das alles? Und das soll ich alles noch umsetzen. Und dann kommt das nächste Bild, wo dann wieder neue Begrifflichkeiten drin sind.
sind, ja, wo es um die Weisheit der vielen geht, um Coworking und dezentrales Arbeiten. Also, Sie finden reichlich Informationen über das Thema New Work. Und man fragt sich dann natürlich ein Stück weit, ja, okay, und was davon ist für mich relevant? Ja, das ist genau die Fragestellung, der wir uns stellen müssen. Aber man muss schon sagen, wenn man sich damit beschäftigt, und das habe ich ausführlich getan, kommt man echt in den Wald. Ja, da geht man in den Wald und da sieht man den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht. Und dann denkt man so, scheiße, und verlaufen habe ich mich auch noch. Wie komme ich denn eigentlich wieder raus? Ja. Also, was ist jetzt New Work? Welchen Baum soll ich jetzt hier praktisch nutzen? Und dann bin ich bei meinen Vorbereitungen auf das Thema auf ein New Work Glossar gestoßen. Da dachte ich mir so, wow, jetzt hast du es geschafft. Jetzt ist die Antwort gegeben. Was ist alles drin in der New Work? Aber da fand ich dann genauso verschiedenste Begrifflichkeiten, die sich in Teilen decken mit den Bildern, die ich gerade gezeigt habe, in anderen Teilen ergänzen sie sie. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt ist mir eigentlich gar nicht geholfen. Das New Work Glossar zeigt mir wieder genauso viele neue Buzzwords, mit denen ich eigentlich gar nicht umgehen kann. Übrigens, wenn Sie im Nachgang das digitale Skript sich zur Verfügung nehmen hier, dann finden Sie noch weitere Definitionen zu all diesen schönen Buzzwords und können mal gucken, was ist denn eigentlich Flexicurity und so weiter. Ja. Was ich besonders schön fand, war das Thema Silver Potential. Sie sehen hier so ein bisschen graue Haare. Ich bin also auch schon über 50. Ja, früher hießen wir Silberrücken, also die Seniors, die so ihren Zenit vielleicht erreicht haben, die aber dann irgendwann durch die Jugend abgelöst werden. Jetzt heißen wir Silver Potentials. Das war mal echt eine gute Nachricht. Da dachte ich schon, New Work sei Dank. Ja, ich bin jetzt auch noch ein Potential, wenn auch mit ergrauten Haaren. Also, das hat mir auch nicht wirklich so geholfen. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, wie gehe ich dort ran? Ja. Im Übrigen hatte ich im Verlaufe meiner Vorbereitung auf das Thema New Work, die ich ja als Berater auch brauche, als Trainer brauche, als Speaker brauche, so ein bisschen das Gefühl, da wird nicht nur eine neue Sau durchs Dorf getrieben, sondern gleich eine ganze Sauherde. Weil man muss ein bisschen aufpassen, dass man unter dem Buzzword sich nicht was verkaufen lässt. Ja, also dass irgendein Unternehmen sagt, boah, wir haben hier so eine Software, wie die will keiner kaufen, so ein Mist, die liegt hier wie Blei im Regal. Oh, New Work, die nehmen wir einfach jetzt da drunter und sagen, die ist die Lösung für New Work und dann wird sie gekauft, weil die Leute was für die New Work suchen. Ja, also Achtung, gehen Sie da nicht den Verkaufsmotoren auf den Leim. Aber eines können wir, glaube ich, ganz gut festhalten. Ökologisches Handeln als Teil der New Work, also wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man das schon ernst nehmen. Ja, also der Klimawandel wird eben auch wirklich als Teil der modernen Arbeitswelt immer wieder benannt, hier mit 77% in der Studie. Also können wir schon mal sagen, so in dieser ganzen Herleitung jetzt, aha, irgendwie muss das Thema Klimaschutz muss mit drin sein in der New Work. Das können wir nicht mehr trennen. Also ein erster Indikator dafür, dass tatsächlich die Green New Work nur auch green sein muss. Jetzt wollen wir aber mal kurz den Friedrich Bergmann, Professor seines Zeichens und Philosoph, ein bisschen zu Rate ziehen. Sie sehen hier schon ein älterer, honoriger Mann, der auch bei den Xing-Events immer so reingerollt wird. Xing ist ja sehr aktiv so zum Thema New Work unterwegs, unter der Communities, aber auch Veranstaltungen. Und da ist der Friedrich Bergmann, wird dann so im Rollstuhl reingerollt, ist halt eben schon auch wirklich ein hochbetagter Mann. Der hat das Ganze mal erfunden und das wollen wir auch ein bisschen respektieren. In den 80er Jahren hatte er nämlich die Aufgabe, in der niedergehenden Automobilindustrie in den USA so etwas wie New Placement, Outplacement, also Neuorientierung für Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz in der Automobilindustrie verlieren, zu unterstützen. Und dann hat er gesagt, weil er eben auch so einen philosophischen Hintergrund hat, das kann doch nicht angehen, dass wir Menschen praktisch nur von einem Rädchen in einer Blackbox in das nächste Blackbox-Thema reinrutschen und eigentlich Arbeit nur dazu da ist, irgendwie sein Geld zusammenzukriegen. Und hat gesagt, das müssen wir nicht umdrehen. Arbeit ist doch für den Menschen da. Und hat dann eben gesagt, New Work ist das, was ein Mensch wirklich, wirklich will, seinen Wünschen, Hoffnungen, Träumen und Begabungen letztlich folgen zu können. Und ich finde, das ist ein außerordentlich guter Ansatz, den sollten wir unterwegs nicht vergessen. Ja, auch wenn natürlich das Arbeitsleben nicht immer eine Wunschliste an den Weihnachtsmann ist, trotzdem müssen wir doch mal sagen, Arbeit muss uns Menschen erfüllen und nicht umgekehrt. Die Menschen sind dazu da, dass die Arbeit funktioniert. Ja, das wäre doch wirklich schändlich. Und wenn wir jetzt mal fragen, was wollen die Menschen wirklich, wirklich? Ja, früher waren sie irgendwie so wie im Karnickelstall oder wie in der Hühnerbox. Ja, und heute ist das eine ganz andere Arbeitswelt, die wir wollen, die mobiler ist, flexibler ist, von überall geht, im Zweifelsfalle vom Strand meine Arbeit machen und dann eben sagen, ich bin mal Digital Nomad unterwegs. Und sowas wie flexible Arbeitszeiten, ja, das ist eben auch etwas, was man will und das hängt zusammen mit der Technik, das hängt zusammen mit dem mobilen Arbeiten, was ermöglicht wird. Und Sie sehen hier in dem kleinen Witz hier, die einzige Organisation, die sich in Zukunft noch an Anwesenheitenzeiten orientieren, sind Gefängnisse. Ja, und da wollen wir ja nur alle nicht drin landen. Ja.
mehr. Also müssen wir zur Kenntnis nehmen, die neue Arbeitswelt und das, was die Menschen wirklich wollen, das müssen wir zusammenführen. Das ist New Work. Ja? Und das ist hier auch nochmal in einer Studie ganz schön aufgezeigt. Aktuelle Königsteiner Studie, die auch das Thema Umweltbewusstsein dann mit drin hatte. Und da sehen wir 62% der Deutschen, die befragt wurden, denen ist das wichtig, dass ihr Arbeitgeber zu Umweltfragen auch eine Antwort hat, dass es dazu steht. Und 52%, also über die Hälfte, sagen, ja, das gehört für mich schon zu den Top 3 Kriterien, wenn ich meinen Job wechsle und wenn mein neuer Arbeitgeber, den ich jetzt vielleicht so eruiert habe und der auch ein Angebot für mich hat, zu den ganzen Fragen des Klimawandels und Klimaschutz keine Antworten hat, dann suche ich mir einen anderen oder entscheide mich wegen für denjenigen, der sich da besser positioniert hat. So, und wenn wir jetzt auch nochmal sagen, gut, wir gehen ja auch auf die Suche, wir suchen eben auch neue Mitarbeiter, da müssen wir auch mal sagen, die jüngeren Generationen, hier nochmal Y, die sagen schon eben auch, wenn sie befragt werden, hier zu 83%, Nachhaltigkeit ist mir beim neuen Arbeitgeber wichtig, ja, und das hat eben auch was letztlich mit ökologischer Nachhaltigkeit zu tun. Ja. Und wenn wir dann noch weitergehen, dann ist es natürlich viel dramatischer, weil die Generation Z, aber auch die Generation A, wir fangen ja vorne wieder an durchzuzählen, die wollen das natürlich umso mehr und die kommen auch irgendwann ins Berufsleben. Ja, jetzt sind sie vielleicht noch auf der Straße, während sie zur Schule gehen, aber wenn sie dann ins Berufsleben überwechseln, dann werden sie wahrscheinlich rechts die Säule noch viel stärker haben und das vom Arbeitgeber abfordern. Okay, fassen wir mal diese kurze Herleitung. Ja, da ist natürlich viel mehr Stoff und viel mehr Themen drin, die ich recherchiert habe. Fassen wir die mal zusammen, um die Intro jetzt hier auch mit einer Brücke zu versehen zum Thema ökologischen Personalmanagement. Und dort fassen wir als erstes mal zusammen, New Work ist ein Synonym für die Arbeitswelt der Zukunft. Und wenn in dieser Zukunft ein wichtiger Trend eben Klimawandel, Klimaschutz ist, sogar der wichtigste von allen, und wir keinen Planeten B haben und mit dem Planeten A hier irgendwie auch klarkommen müssen, dann muss Ökologie Teil der New Work sein. Geht gar nicht anders. Ja? Wir haben eben keinen Planeten B. Zweite Argumentation, die ich eben hergeleitet habe, die ich wirklich auch bewahren möchte. Ja, nicht, weil ich jetzt der Gutmensch bin oder sowas, sondern weil ich einfach sage, wir müssen das ernst nehmen. Wir brauchen doch tolle Mitarbeiter. Wir müssen doch in dem War for Talents, der nach der Pandemie bestimmt wieder aufflammen wird, da müssen wir doch eine Antwort haben und die Leute auch für uns eben auch hier interessieren können. Und wenn der Professor Bergmann sagt, dass die New Work das ist, was die Menschen wirklich, wirklich wollen und die Menschen immer zunehmend mehr vom Unternehmen wollen, dass sie sich ökologisch nachhaltig verhalten, und wenn Sie einfach auch jeden Tag spüren, dass da draußen was nicht in Ordnung ist, wenn Hitze, Dürre und Wasserpegel ja, dafür Sorge trägt, dass uns das Wasser bald zum Hals steht, ja, eben jetzt hier mal sprichwortmäßig gesagt, dann müssen wir doch einfach sagen, Leute, da müssen wir darauf reagieren, da müssen wir den Menschen gerecht werden und uns selbst doch auch. Wir sind doch auch Menschen, die da draußen auf diesem Planeten leben wollen. Ja. Das heißt also, wir können gar nicht anders, als zu sagen, wenn wir eine moderne Arbeitswelt namens New Work gestalten, dann muss sie grün sein. Ansonsten rennen wir doch an unseren potenziellen Talenten einfach vorbei. Und machen wir uns doch nichts vor, die New Work wird digitalisierter sein. Und die Digitalisierung kann einiges an Problemen in dem Klimawandel auch lösen. Ja, das haben wir zur Kenntnis zu nehmen, dass dort eine Verbindung dargestellt ist und dass wir dann eben auch sagen müssen, wenn also New Work digitalisiert ist und die Digitalisierung gleichzeitig uns einige Probleme löst, dann muss das Hand in Hand gehen und damit muss eben die New Work auch green sein. Was aber interessant ist, was eben der Herr Prior auch angedeutet hat, ja, dann wird die Digitalisierung natürlich mehr Strom brauchen. Während wir sozusagen an anderer Stelle den Strom grüner herstellen, wird aber der Bedarf größer werden. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass das sozusagen dann das nicht alles wieder auffrisst, den Vorteil, den wir heute haben. Da brauchen wir noch Antworten für. Und die sind natürlich in Climate Tech, ja, also in neuen Technologien letztlich auch mit drin. Also, nach dieser Herleitung kann man eigentlich nur guten Gewissens sagen, wenn wir über die New Work sprechen und die auch mit Personalmanagement unterstützen wollen, diese moderne Arbeitswelt, dann können wir sie eigentlich nur grün gestalten. Und da haben wir von HM Green sogar ein Logo für entworfen, um das auch ein Stück weit in die Köpfe rein zu pressen. Ja, Green New Work, das ist unser Logo, was wir dafür haben, um das allen deutlich zu machen. Aber wie entwickle ich jetzt die Green New Work? Dafür habe ich ein systematisches Vorgehen entwickelt und das möchte ich hier auch nochmal kurz andeuten. Ja. Es gibt die New Work und die Green New Work nicht als Schema F, als so eine Art Routineaufgabe, die alle gleichermaßen machen müssen. Da gibt es keine DIN-Norm für. Deswegen muss jedes Unternehmen sich letztlich die eigene Green New Work gestalten
Und dafür habe ich ein Konzept entwickelt und das unterstützen wir auch als HR-Kontrast-Team in Unternehmen, diesen Weg zu gehen und eben dann mit HR Green die ökologische Seite mit einzufassen. Und wir müssen uns einfach drei Fragen stellen. Wir müssen uns fragen, welche Trigger beeinflussen eigentlich das Unternehmen speziell? Ja, dass vielleicht an einem bestimmten Markt ist, bestimmten Trends aus geliefert ist. Ja, natürlich Klimawandel, Digitalisierung und so weiter, aber es gibt bestimmte Trends, die vielleicht eine Branche mehr treffen als eine andere Branche. Und wir müssen auch uns entscheiden, welche ökonomischen Ziele wollen wir jetzt eigentlich damit verfolgen. Und das ist ja auch völlig relevant im Sinne von CO2-Bilanz. Und wir müssen eben auch CO2-Emissionen in Zukunft durch Zertifikate ausgleichen. Das kostet Geld. Das sind auch ökonomische Entscheidungen, die da zu treffen sind. Und die zweite Frage, die man sich dann stellen muss, nachdem man praktisch mal die Trigger eruiert hat, welche Rahmenbedingungen resultieren dann für unser spezielles Unternehmen? Was müssen wir praktisch covern durch unsere Konzepte? Und das ist häufig dann in einer ersten Clusterung mit Arbeitsort, Arbeitszeit, Arbeitsmethoden und die Infrastruktur erstmal so ein bisschen strukturiert, aber da kommt mehr zu. Das heißt, diese Clusterung hilft mir nur am Anfang. Und dann bitte vergessen Sie nicht auch zu fragen, was wollen unsere Mitarbeiter, was wollen aber auch die Kandidaten und BewerberInnen, die wir da draußen noch für unser Unternehmen begeistern wollen. Was wollen die eigentlich? Was müssen wir zur Kenntnis nehmen? Was müssen wir deshalb auch anbieten? Und zu guter Letzt entstehen daraus Bedarfe in den Skills. Das heißt, die New Work, die Green New Work kann nicht mit Old Skills sozusagen am Leben erhalten werden. Das heißt Personalentwicklung und das ist ja nun originäre Aufgabe vom Personalmanagement, muss dann auch unterstützt werden. Diese Fragestellung gilt es letztlich zu beantworten und dann kommt ein Konzept heraus für die Green New Work für ein spezielles Unternehmen und dann muss man Projekte hinterlegen, Initiativen hinterlegen, um diesen Weg zu gehen, damit man auch irgendwann dort ankommt. So. Das war meine Herleitung unter dem Dach von HR Kontrast, was auch ein bisschen aufzeigen sollte, mit welchen Themen beschäftigen wir uns eigentlich. Und jetzt springe ich mal rüber in meine zweite Rolle als Geschäftsführer der HR Green, wo ich so ein bisschen sowas wie das konzeptionelle Brain bin. Also ich kümmere mich darum, dass wir jetzt die Themen zusammenführen, während meine beiden Kollegen jetzt hier eben die anderen Themen, die dazu notwendig sind, dass man erfolgreich ist, mit unterstützen. Deswegen möchte ich jetzt hier so eine Art Short Story mal abarbeiten, um das Thema Green New Work dann auch mit Leben zu erfüllen. Und die erste Short Story, die ich mit drin habe, ist die What Story. Also was ist jetzt eigentlich diese Green New Work, beziehungsweise was ist ökologisches HR-Management? So, und da möchte ich einmal kurz ableiten und abgrenzen. Ja, wenn ich über Sustainability spreche oder über Nachhaltigkeit spreche, ist das nicht automatisch HR Green beziehungsweise Green HR oder ökologisches Personalmanagement, welchen Begriff Sie auch immer wählen wollen. Wir haben uns bei der Unternehmensgründung für HR Green entschieden. Das heißt, wir haben unserem Unternehmen letztlich gleich den Namen auch gegeben, den wir verwenden, um über ökologisches Personalmanagement zu sprechen, damit wir einfach da kein Wortvielfalt haben und irgendwie uns dann im Wald verlieren. Wir müssen das mal abgrenzen. Üblicherweise sagt man Sustainability, kann man sich merken mit der Abkürzung SE, was für Social, Environment und Economic steht, oder mit den drei Ps, was für People, Planet, Profit steht. Und das Thema ökologisches Personalmanagement dockt natürlich an Environment beziehungsweise an Planet an. Aber machen wir uns nichts vor, wenn man sich weiter damit beschäftigt, sieht man, das strahlt natürlich auch aus ins Soziale, das strahlt aber auch ins Ökonomische aus. Aber die Andockstelle ist letztlich hier das Thema Environment und Planet. So, nachdem wir das mal ein bisschen zugeordnet und abgegrenzt haben, möchte ich jetzt kurz sagen, was ist eigentlich dann hier HR Green, das Green House of Choice. Im Übrigen, das ist sozusagen unser Zielfoto. Da wollen wir drauf hinauslaufen und unsere Firma HR Green soll dann eben auch Unternehmen, die nachweislich Dinge tun, die auch nachhaltig ökologisch wirksam sind, dann mit einem Zertifikat versehen, so wie eben Arbeitgeberzertifikate üblicherweise sind, damit dann eben BewerberInnen, Kandidaten und so weiter sich entscheiden können, ich gehe zu dem Unternehmen, weil die offensichtlich zertifiziert nachweisbar etwas tun. Wollen wir das mal kurz in eine Definition mit reinnehmen? HR Green ist ein Ansatz, bei dem im Rahmen aller Personalmanagementaktivitäten besonders auf ökologische Nachhaltigkeit und Umwelt bzw. Klimaschutz geachtet wird. So, das mal in einem Satz. Ja. Letztlich geht es um Ressourcenschonung bei und durch HR. Das steht hier letztlich im Mittelpunkt. Und das will ich natürlich im Nachgang auch ein klein bisschen aufzeigen, wie das funktionieren soll. Aber jetzt haben wir eine kleine Umfrage für Sie mit eingebaut, weil wir haben ja hier doch eine ganz gute Gruppe beieinander und können eine kleine Ad-Hoc-Studie machen.
Das wird die Ivana jetzt gleich starten, das Teilnehmerpanel. Die Frage ist, welche Rolle spielt ökologisches Personalmanagement in Ihrem Unternehmen? Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, zwischen A, B, C, D und E zu entscheiden. A, hier sozusagen ganz grün, ist ein fester, also HR Green ist ein fester etablierter Bestandteil von HR. B, dann schon ein bisschen weniger. Wir sind bereits dabei und haben schon etwas Green getrimmt. C, wir haben etwas geplant, aber noch nichts umgesetzt. Also da ist sozusagen im Kopf noch der Plan, aber noch nicht im Unternehmen in irgendeiner Weise sichtbar. D, wir haben davon gehört, immerhin. Und E, HR Green spielt bei uns noch keine Rolle. So, jetzt bin ich gespannt. Ich sehe jetzt hier im Panel, wie so langsam die Umfragewerte steigen. Und die Ivana wird mir gleich zurufen, wenn sozusagen die Zahl der Teilnehmer so hoch ist, dass wir hier eine einigermaßen valide Erhebung dann auch haben. So, ich übertrage dann jetzt die Ergebnisse, Arne. Es haben auch schon alle abgestimmt. Siehst du die Ergebnisse oder soll ich sie dir kurz vorlesen? Nee, du brauchst nicht vorlesen. Ich sehe sie. Okay. Herzlichen Dank für Ihre Umfrage-Teilnahme. Also 0% fester etablierter Bestandteil. 21% sind bereits dabei, so ein bisschen was schon getan. Also wenn wir sagen, so ein Fünftel hat schon so erste zarte Pflänzchen. So in der Mitte 24% haben etwas geplant, aber noch nichts umgesetzt. Und 24% sagen nochmal, wir haben davon gehört, immerhin. Aber das heißt natürlich, im Unternehmen wurde noch gar nichts angefangen und 31% sagen, hier spielt überhaupt keine Rolle. Und so ist tatsächlich auch das Bild, was wir auch zurückgespielt werden und was auch die Studien letztlich sagen, Unternehmen haben da noch erheblichen Handlungsbedarf. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Machen wir mal weiter, weil meine Zeit ist ja auch endlich. Und ich will jetzt kurz und knackig noch diese Stories abarbeiten mit Ihnen. Die Why-Story. Warum müssen wir an das Thema ran? Ich glaube, dass der Herr Prior ja es auch schon Rückenwind gegeben hat dafür. Ich will es aber noch mal ein klein bisschen aufnehmen. Ja, und wenn Sie an diesem Bild so ein bisschen sehen, was wir eigentlich auf dem Planeten verursachen. An der einen Stelle, wo es uns gut geht, machen wir aber große CO2-Emissionen. Und das macht Klimawandel. Und das macht letztlich an anderer Stelle auf dem Planeten, macht es das Leben unmöglich, sodass Sie irgendwann bei uns an die Tür klopfen und sagen, komm, ihr habt das verursacht, lasst uns mal rein. Und dann sagen wir, nee, Wirtschaftsflüchtlinge wollen wir nicht. Aber das ist eben ein Planet und der ist sensibel und der hat eben auch Auswirkungen, die wir kaum vorhersehen können. Also die Why-Story ist letztlich schon auch ein bisschen sichtbar geworden aus der Herleitung und aus dem ersten Vortrag. Also, und wenn wir jetzt mal sagen, die Unternehmen gehen heute den Weg zur Green Company und müssen es auch, weil das Thema CO2-Bilanz jetzt bald Geld kosten wird, dann ist das natürlich ein ökologisches und ökonomisches Thema. Und dann muss man eben auch seinen Kunden, die vielleicht sagen, pass mal auf, ich würde gerne bei dir weiterkaufen, aber du scheinst doch eher so eine Dreckkampagne zu sein und verursachst weiter das Problem. Ich kann bei dir nicht sehen, dass du eine Green Company bist. Sorry, ich kaufe bei dir nicht mehr. Ja? Und das ist natürlich dann ökonomisch sozusagen der Genickschuss. Also CO2-Neutralität, damit fängt alles an, aber damit hört es natürlich nicht auf. Und wer eben so etwas wie ein Greenhouse of Choice wirklich glaubhaft auch realisieren will, der muss das auch ein Stück weit nachweisen können. Dass er eben nicht sagt, ja, ich tue mal so als wenn und mache so ein bisschen Greenwashing und dann kommt man zu mir und denken alle so, wo machst du denn wirklich was? Dann ist das nicht glaubhaft. Das heißt also, wir müssen schon auch ein Zertifikat dafür uns erobern. Dass wir nicht nur sagen, ja, wir tun, sondern nein, wir tun wirklich. Und wir können es auch beweisen, es ist geprüft worden von einem neutralen Unternehmen, was uns ein Stück weit auch zurückspiegelt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Und das wird am Ende einzahlen, letztlich darin, ob ich als attraktiver Arbeitgeber weiterhin wahrgenommen werde, ob ich die wirklich guten Leute finde, die eben auch zunehmend sensibel werden zum Thema Ökologie, oder ob ich dann nur die dritte, vierte Garde kriege und sage, mir ist scheißegal, wo ich arbeite, Hauptsache ich kriege Geld. Ja, und wenn es eben nicht ökologisch ist, dann gucke ich da einfach mal ein bisschen weg. Der positive Nebeneffekt im Übrigen in der Why-Story ist, dass wenn man sich dieser Initiative verschreibt, und das werden Sie dann sehen, wenn Sie es tun, dann bin ich gleichzeitig auch auf der Professionalisierungsschiene unterwegs für HR. Also wenn ein Unternehmen sagt, oh, unser Personalmanagement, das ist noch so ein bisschen von da und dazu mal, das funktioniert nicht richtig, dann müssen wir professionalisieren. Dann können wir auch gleich sagen, weißt du was, dann machen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir bringen auch gleich das Thema auf Green, weil wir es brauchen als Green Company. Und im Schulterschluss entwickelt sich HR gleich viel professioneller, weil wenn ich Dinge Green tue, tue ich sie in der Regel auch. Und das zeigen unsere Konzepte dann auch, dann tue ich sie auch gleichzeitig professioneller. Kommen wir mal kurz zur Now-Story. Und natürlich könnte ich sagen, ey Leute, ich glaube, da draußen wird jetzt genug drüber gesprochen, dass unser Planet uns um die Ohren fliegt hier. Trotzdem will ich es auch an der Stelle noch mal ein klein bisschen hinterlegen. Ja? Ja, wir haben gerade eine Pandemie und die ist total scheiße. Und diese Zeit, die uns die kostet, das ist eine Zeit, die wir woanders besser reinstecken können.
Aber wenn wir irgendwann aufwachen und sagen, wieder ein Jahr rum, dann müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, ein Jahr verloren wegen der Pandemie und dann schleicht sich das weiter von einem Lockdown zum anderen. Und irgendwann müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass das, was auf den Schildern steht, was die Friday for Futures hochhalten, ja, dass das stimmt. Wir haben keinen Planeten B. Ja, wir haben keinen Ausweichplaneten Mars, der schon bewohnbar ist oder sowas, irgendwie in petto, sagt, gut, wenn wir den jetzt versaut haben, dann gehen wir ein Haus weiter. Das können wir leider nicht. Ja. Und irgendwann, und das haben gerade auch die Risikoexperten Allianz gesagt, wenn mal die Pandemie ein bisschen Fuß vom Gas nimmt und wir mal wieder gerade ausgucken können, werden wir merken, scheiße, der Klimawandel, der ist ja noch viel brutaler, als die Pandemie es jemals war. Der wird hier noch viel mehr Schaden verursachen. Und so wie Herr Prior das vorhin angedeutet hat, wie viel Schaden betriebswirtschaftlich das haben wird, da ist die Pandemie ein Klecks gegen. Ja. Und der Klimawandel bleibt eben die größte Gefahr. Das müssen wir hier zur Kenntnis nehmen. Und wenn wir uns das anschauen, es gibt eben keinen Impfstoff dagegen. Wir müssen was tun. Ja. Und da kommt der Fritz Lies schon auch ins Spiel, weil er gleich den nächsten Vortrag hält hier. Ja, der zeigt schon ein bisschen auf, bringt sich schon in Stellung. Wir haben keine Impfdosis gegen den Klimawandel. Wir müssen anders herangehen. Und wenn wir mal so ein bisschen sehen, wo ist eigentlich der Tipping Point? Ab welchem Grad, ja, kippt uns das Ganze so um, dass wir es nicht mehr retten können? Ja, das ist eben 1,5. 2 wird schon kritisch. Bei 3 bis 4 Grad haben wir einen Tipping Point. Ja, und der Obama, der hat es mal ganz schön gesagt, dass dann wirklich Feierabend ist. Dann ist die Katastrophe nicht mehr abzuwenden. Er hat mal gesagt, wir sind nicht die letzte Generation, die den Klimawandel erleben wird. Aber wir sind die letzte Generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann. Im Interesse des Planeten muss sich hier was ändern. Weil wir irgendwann diesen Tipping Point erreicht haben. Und dann können wir sagen, scheiße, hätten wir mal vorher was getan. Jetzt geht das Ganze ab wie Schmitz' Katze. Und jetzt können wir es einfach nicht mehr aufhalten. Dann ist es zu spät. Warum eigentlich HR? Warum soll sich HR jetzt in Stellung bringen? Warum soll das nicht andere im Unternehmen hier lösen? Ich habe dafür ein Konzept entwickelt in den letzten Monaten und habe dabei einfach auch sehr sauber herausgearbeitet, dass jetzt HR wirklich einen tollen Hebel hat. Und ich zeige es hier so ein bisschen auf. Und in Summe sind das 4 Ausbaustufen, die Sie rechts unten mit diesem Dreieck sehen können, was in 4 Dreiecke aufgeteilt ist. Ja, natürlich kann HRM Green intern etwas tun. Das heißt, die Personalabteilung selbst wird mal vorbildlich sich auf den grünen Stand bringen, damit man dann noch weitergehen kann im Unternehmen. Aber wir haben doch auch Konzepte. Wir haben doch Prozesse, die wir da draußen im Unternehmen betreiben, wie Personalentwicklung, Recruiting, aber auch Vergütung und so weiter. Wir entwickeln Konzepte, wir betreiben sie und damit beeinflussen wir unsere Mitarbeiter, die Führungskräfte, im Zweifelsfalle auch BewerberInnen und Kandidaten da draußen im Markt. Also das war jetzt zu schnell. Ja, und dann haben wir eben auch ein Unternehmen, was auf dem Weg zur Green Company ist und das können wir durch Change Management unterstützen. Dazu müsste HR aber wissen, wie das geht, wie Change Management funktioniert, insbesondere in ökologischen Veränderungstransformationen. Und wir können über die Grenze hinausgehen, das hat der Prior eben schon ein bisschen aufgezeigt. Wir können eben auch Sponsorship übernehmen. Wir können Dinge tun, die eigentlich mit dem originären Unternehmen sich zu tun haben, die aber zeigen, dass wir uns ökologisch verantwortlich bewegen wollen. Wir können da draußen eben auch Dinge aufsetzen, wie eben regionale Bauern unterstützen für das Obst, was wir im Unternehmen anbieten. Oder wir können eben auch Dinge tun, dass wir unsere Dächer begrünen und sagen, da kommt jetzt mal eine Blumenwiese drauf für die Insekten und so weiter. Und wir können da draußen einfach auch bei Baum oder sowas können wir Sponsor sein, uns da engagieren. HR hat einen Hebel in der Hand, wenn er es nur auch in die Hand nehmen wird. Gleichzeitig komme ich nochmal zu dem Thema Professionalisierung. Warum HR? Wir kennen vielleicht den HR-Diamanten. Ja, die meiste Zeit HR bringt doch noch in der Administration zu, in der operativen HR-Arbeit. Dann haben wir taktische HR-Prozesse. Das ist schon deutlich weniger Ressource, die wir reinstecken. Und ganz oben so ein bisschen strategische HR-Beiträge. Das nennt man die HR-Pyramide. Und Sie kennen alle schon diesen HR-Diamanten, von denen alle sprechen. Das heißt, wir müssen nach oben Wertschöpfungsbeiträge schieben, indem wir unten durch Digitalisierung, Rationalisierung, Automatisierung sozusagen die Administration verringern vom Aufwand. Und dann haben wir Kraft, oben was zu tun. Und daraus wird der HR-Diamant. So. Also, wenn wir eben sagen, wir tun die Dinge professionell, haben wir auch Kraft, da oben anzupacken. Und dann kann HR auch sagen, und diese Kraft nutzen wir jetzt, um diese Hebel in die Hand zu nehmen, die wir eben gezeigt haben. Ja, und Sie sehen rechts auch nochmal das Greenhouse of Choice. Das ist unsere Navigation, wie wir an die Sache rangehen. Dazu mehr in den Ausbildungen die Woche anbieten. Und jetzt komme ich mal zur House-Story. Wie macht man das jetzt eigentlich? Dazu haben wir natürlich Lösungen. Zum einen, wir gehen jetzt auf die Suche nach Corporation Partners.
einige sehen Sie heute schon auch, die uns hier unterstützen bei dieser Webco. Und Sie können eben auch sagen, wenn Sie etwas im Angebot haben, was wirklich auch mit uns gemeinsam geprüft ist und ökologischen Beitrag hat, kann man als Kooperationspartner sagen, Achtung, das passt rein in dein Greenhouse of Choice. Wir machen Weiterbildung, wir bieten an Webinare, Trainings, ja, in 2 Ausbaustufen, sodass eben auch Experten entstehen, die diesen Weg hier auch wirklich in Unternehmen hier mit unterstützen können. Und dann haben wir so etwas wie einen Zyklus, den wir hier haben. Und Sie sehen, das beginnt mit einem Audit. Dann unterstützen wir auch, dass Projekte aufgesetzt werden. Und dann gibt es Lösungsberatung von eben den Partnern, mit denen wir arbeiten. Und dann kann man das Ganze im Zweifelsfall auch in einen Businessplan mal einfließen lassen durch einen Return on Invest, den man berechnen kann. Und wenn das alles wirklich nachweisbar gut gelaufen ist, dann können Sie sich auch bei HM Green letztlich ein Zertifikat abholen, was Sie im Employer Branding auch dann verwenden dürfen. Also, how? Es gibt Angebote dafür und ein Beispiel habe ich hier mitgebracht, unsere beiden Aufbautrainings, ja, für interne HR-Experten. Also da könnte dem Personalleiter sagen, ich schicke jetzt hier jemanden, der Leidenschaft dafür hat, hin, lass den ausbilden als Practitioner und als Manager zum Thema HM Green. Ja, und dann ist er so ausgebildet, dass er im Unternehmen da eine Initiative voranschreiten lassen kann oder eben auch Berater, die vielleicht sagen, das ist ein Thema für uns, wir wollen damit unterstützen, wir wollen uns auch eben ökologisch verantwortlich zeigen mit unserer Beratungszunft und die können sich bei uns auch ausbilden lassen und dann wird man auch zertifiziert als offizieller HM Green Manager, kann sich auch listen lassen bei HM Green auf der Seite, sodass man auch gefunden wird mit seinem Angebot. Ja, so und wer bringt das Ganze jetzt eigentlich voran? Zunächst einmal ist die Antwort, alle, die mitmachen. Alle, die mitmachen. Es soll eine HM Green Community entstehen. Und diese HM Green Community, die werden wir durch eine Xing-Gruppe unterstützen, aber eben auch mit unserer Firma auf der Webseite. Und ein Stück weit soll es auch so sein, dass wir eben sagen, es entwickelt sich weiter. Ich habe mich monatelang jetzt damit beschäftigt. Wir haben da jetzt ein gutes Angebot. Aber ich bin da wahrscheinlich immer nur tagesaktuell unterwegs. Und wir wollen eine Community entwickeln, wo wir Menschen einladen, mitzumachen, zu sagen, hey, ich habe eine neue Idee, die haben wir gerade in einem Projekt entwickelt und die lassen wir jetzt hier einfließen, sodass diese Community das vorantreibt, dass sie irgendwann so viele sind, dass wir sagen, die anderen müssen eigentlich mit, sonst bleiben sie irgendwo hängen. Und wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, dann kommen Sie mit an Bord. HM Green ist jetzt so ein bisschen First Mover, der Initiator, um das Thema ökologisches Personalmanagement voranzuschreiten. Wir werden der Motor sein, aber wir brauchen eine Community, die mitmacht, die ihre Praxiserfahrung mit einschleust letztlich und das Wissen tagtäglich weiterentwickelt. Und Sie sehen jetzt hier das Gründerteam, der Tom hat sich auch schon mit Kamera wieder hochgeschaltet, der uns jetzt hier auch dabei unterstützt. Das Gründerteam ist jetzt Ralf Nienhaber, den ich schon mal lobend erwähnte und der nachher auch nochmal uns per Filmeinspielung begleitet, der Andreas Prager, der hier auch technisch heute ein bisschen im Hintergrund ist, ja, und ich eben als konzeptioneller Kopf. Wir drei treiben das voran und wir hoffen, dass Sie alle Lust haben, mit dabei zu sein. Kurzes Schlussplädoyer und da bin ich auch fertig und übergebe wieder zurück an unseren Moderator. Wenn ich diese junge Frau sehe, ja, die da auch bei dem Klimagipfel den alten Säcken das um die Ohren gehauen hat, how dare you? Mir geht es jedes Mal kalt den Rücken runter. Müssen Sie sich unbedingt nochmal anschauen. Im Internet gibt es ja einige gute Filme dazu. Wie die uns das aufzeigt, dass unsere Generation jetzt was tun muss, den Mut hätten wir mal haben sollen, als wir noch jung waren. Ja. Und ich habe hier so einen kleinen Cartoon mitgebracht, ja, und da sagt der Papa eben zum Sohnemann nach dem Motto, ich habe es nicht besser gewusst, deswegen haben wir das versemmelt. Ja. Und ich war auch letztes Jahr noch vor Corona mit meiner Familie, war ich am Brandenburger Tor, deswegen passen die Bilder ganz schön zusammen. Und glauben Sie es mir, ich tue das Ganze hier nicht nur als Firma und Geld verdienen und so weiter. Ich möchte meinen Kindern später nicht sagen müssen, ja, das Leben hat halt Spaß gemacht, wir haben rausgehauen, was kostet die Welt, ich nehme 2 Geld, spiele keine Rolex oder sowas. Nein, wir sind aufgewacht und wir haben gesagt als Generation, wir tun jetzt was, wir laden alle mit ein, damit man den Kindern später sagen kann, als wir es gemerkt haben, haben wir versucht, die Kurve doch zu kriegen und hoffentlich hat es geklappt. Und das ist auch mein Schlusswort und dazu lade ich Sie alle ein und ich hoffe, dass ein bisschen auch meine Leidenschaft auf Sie übergesprungen ist. So, Tom, damit übergebe ich wieder an dich als Moderator. Ja, vielen Dank, Arne. Also man kann ja wirklich sagen, was gut rausgekommen ist für das Unternehmen, für HR, Einsparungen von Ressourcen. Es gibt einen positiven Einfluss auch auf die Unternehmenskultur, wenn man sich positioniert. Und die Arbeitgebermarke wird auch gestärkt. Also das heißt, die Eintrittsschwelle für ein Unternehmen ist sehr gering und hat mit sehr vielen positiven oder zumeist positiven Effekten natürlich zu tun. Und da würde ich gleich auch mal die Brücke bauen und würde jemand mit dazu
holen, der ja schon über Jahrzehnte hinweg für das Thema Nachhaltigkeit oder mit dem Thema Nachhaltigkeit auch verbunden ist. Ich schaue mal, haben wir den Fritz Lietsch in der Leitung? Können wir den zuschalten? Hallo, grüß dich Fritz. Schön, dass du da mit dabei bist. Hallo, meine Damen und Herren. Dein Ton müsstest du noch anschalten, dein Mikro ist wohl noch aus. Dann können wir dich auch hören. Du müsstest dich jetzt hören, oder? Ja, jetzt ist genau, besser. Genau, genau. Fritz, du hast ja auch schon mitbekommen, was der Arne auch beschrieben hat, die Effekte für Unternehmen. Du beobachtest das ja schon über Jahrzehnte hinweg. Was würdest du denn sagen, wie ist der Effekt für ein Unternehmen, wenn man sich nachhaltig positioniert? Was kann man als First Mover da mitnehmen? Tja, das ist ganz einfach zu sagen. Als ich vor über 35 Jahren begonnen habe, das zu erzählen, was Arne uns vorhin gerade erzählt hat, haben viele gesagt, du spinnst ja, wie kann man BWL studieren und dann diese grünen Ideen propagieren, das kostet doch Geld, das kostet Arbeitsplätze und. Und als ich vor der Eliteakademie aufgetreten bin, haben die auch gesagt, naja, kann man denn davon leben, ist denn das zukunftsträchtig? Und ich kann nur eins sagen, First Mover zu sein, hat unglaubliche Vorteile. Erstens, es macht wahnsinnig Spaß. Man ist immer im Feld derjenigen, die begeistert sind. Arne hat es auch gerade gebracht, wie sehr er brennt und es ist schön, ihm dabei zuzugucken. Begeisterung heißt einfach, man hat das Gefühl, dass man seinem Geist freien Lauf lassen kann, dass man seiner Begeisterung freien Lauf lassen kann. Und ich kann nur sagen, wenn ich mir allein meine Honorare als Keynote-Speaker anschaue oder als Moderator, dann First Mover zu sein, lohnt sich immer. Emotional und auf lange Sicht und Nachhaltigkeit oder bei der Nachhaltigkeit geht es um lange Sicht, auch finanziell. Das heißt also, ich kann Sie nur ermutigen, First Mover zu sein. Ich kann Sie nur ermutigen, mutig zu sein. Und ich kann Sie, nachdem meine Vorredner auch geschildert haben, vor welchen Herausforderungen wir stehen, ich kann Ihnen nur sagen, die Zeit ist reif. Ja, super. In jeder Beziehung. Nee, klasse. Ja, ich würde bei der Gelegenheit kurz bevor du startest darauf hinweisen, der Arne Pries ist gleich auch noch mit dabei in der Podiumsdiskussion. Das heißt, wenn noch Fragen sich aufgestaut haben, lassen Sie gerne mit einfließen. Wir behandeln die später. Und ja, Arne, dir möchte ich an dieser Stelle herzlichen Dank sagen und sagen bis gleich. Von daher würde ich sagen, Fritz, leg mal los. Tschüss, Arne, und ganz herzlichen Dank für diesen wirklich begeisternden, für diesen emotionalen Vortrag. Genau, Herr Lietsch, ich habe Ihnen die Bildschirmrechte schon übertragen. Genau, da kommt ja auch schon der Monitor dann nur noch auf Ihre Präsentation und dann dürfen Sie uns begeistern. Genau, jawohl. Also vielleicht noch ein Wort, damit ich dich gebührend auch vorstelle. Du bist Chefredakteur vom Forum Nachhaltig Wirtschaften. Du bist auch Geschäftsführer vom Altopfaller, Publisher, Social Entrepreneur. Von daher ja, freuen wir uns jetzt auf dein Know-how. Bis später. Sehr gerne. Und ich denke mal, es ist vieles gesagt, um nicht zu sagen, es ist alles gesagt. Deswegen möchte ich Sie gerne einladen, still zu sein. Ich möchte Ihnen gerne jetzt 2-3 Minuten schenken, das zu reflektieren, was Sie gehört haben. Was Arne Pries uns gesagt hat, was auch mein Vorredner Patrick Prior gesagt hat, nämlich Patrick hat gesagt, es ist vieles da. Es Herr Lietsch, ganz kurz, da. Wir sehen ja noch keine Folien, oder ist das so gewollt? Nein, eigentlich. Ich weiß, Sie haben gesagt, wir sollen still sein, aber ich habe jetzt trotzdem mal dazwischen gesprochen, damit dann auch der Effekt da ist. Einfach unten auf Ihre PowerPoint klicken oder vielleicht haben Sie einen anderen Bildschirm gewählt, dann nur noch den richtigen Bildschirm aussuchen. Eigentlich habe ich jetzt extra keinen zweiten Bildschirm angeschlossen. Damit okay, dann Bildschirm mit der Maus kurz auf die PowerPoint. Also wir sehen noch immer noch den Desktop. Also die PowerPoint wurde wohl aus meiner Sicht her noch nicht aktiviert.
Die ist aktiviert und ist direkt auch am Bildschirm. Sie kommt aber aus irgendeinem Grund nicht hoch. Nein, vielleicht nehme ich kurz die Bildschirmrechte wieder zu mir und gebe sie Ihnen erneut und dann testen wir es ganz kurz nochmal und dann starten wir wieder von Anfang an. Also ich So, bin jetzt haben gerade Sie. quasi meinen Bildschirm übertragen, genau. Genau. Und jetzt haben wir allerdings wieder den Desktop. Ich sehe ganz unten in der Bedienleiste hat es das PowerPoint-Symbol, wenn Sie da drauf, jetzt kommt was und dann noch das Vollbild. Aber es kommt nicht hoch, es kommt nicht nach vorne. Jetzt haben wir es nach vorne und dann ganz unten rechts ist dieses Symbol zum Vollbild anmachen. Unten rechts neben dem Vergrößerungszeichen noch weiter ein bisschen runter und jetzt weiter links. Nee, noch eine Zeile höher, noch eine Zeile höher und jetzt links, andere Seite. Jetzt noch drei Zeichen weiter. Einfach noch ein paar Millimeter nach rechts. Nee, wieder zurück nach rechts. Ja, noch eins. Jetzt genau. Da sind sie. Jetzt passt. Perfekt. Jetzt schießen sie wieder los. Okay, Sie sehen jetzt auf Ihrem Bildschirm den Vollbildschirm, denn ich sehe bei Richtig. mir immer noch mich selbst und nicht den Vollbildschirm. Aber ich denke mal, es ist gar nicht so wichtig, all das zu sehen. Es ist viel, viel wichtiger, das zu tun, wovon ich gerade gesprochen habe, nämlich, dass ich Ihnen gerne 3 Minuten Ruhe schenken möchte. Dass ich eine Zeile geschrieben habe, die etwas abweicht von dem, was Anne Priest gesagt hat, nämlich Klimawandel und Corona, die große Chance der Menschheit. Wir hören immer nur, welche großen Probleme das bringt, wie viel Pleiten wir zu erwarten haben, wie viel Schwierigkeiten wir zu erwarten haben, welche großen Veränderungen. Und hier möchte ich genau diesen Punkt einbringen, nämlich die Begeisterung, jetzt wandeln zu können, jetzt verändern zu können und jetzt die großen Chancen zu ergreifen. Wir haben gehört, dass zum Beispiel die Landwirtschaft, die Milchproduktion ein sehr großer CO2-Verursacher ist. Und wir haben gehört, dass Beyond Meat innerhalb kürzester Zeit zu einem Global Player aufgestiegen ist und zu einem sogenannten Einhorn geworden ist. Und jetzt will ich mit Ihnen darüber reden, was können Sie dazu tun, dass Sie selbst, dass Ihre Firma nicht über die Probleme spricht, sondern über die großen Chancen, die wir im Moment haben, die uns die wirklich schrecklichen Herausforderungen Corona, aber auch Klimawandel bieten, nämlich die Chance für einen Bewusstseinswandel. Dafür zu reflektieren, was wir hier eigentlich machen. Und Sie haben ja in den vorbereitenden Ausführungen von mir gelesen, dass es heute in diesem Vortrag geht vom Status quo über den Purpose zur Innovation. Deswegen nochmal die Stille. Sind Sie mit Ihrem Job zufrieden? Haben Sie das Gefühl, dass in Ihrem Unternehmen Themen wie Burnout, Sinnfrage, Partnerschaft, Teamgeist, dass in Ihrem Unternehmen diese Fragen zufriedenstellend von Ihnen beantwortet werden können? Sind Sie der Meinung, dass Ihre Kollegen, für die Sie ja zuständig sind, gerne in das Unternehmen gehen? All ihre Ressourcen, aber vor allen Dingen ihre Kreativität und ihre Begeisterung einbringen. Wenn Sie all diese Fragen nicht mit Ja beantworten können oder wenn da ein leiser Zweifel ist, dann ist es gut, dass wir heute zusammen sind. Denn Klimawandel und Corona sind deshalb eine große Chance für die Menschheit, eine große Chance für innovative Unternehmen und kreative Entrepreneure, denn wir wissen, es geht nicht mehr so weiter. Und
dass es nicht mehr so weitergeht. Dieses Gefühl haben immer mehr Menschen. Sie kennen diese Bilder, die ich Ihnen jetzt hier zeige, aber die nicht der Inhalt meines Vortrages sind. Denn die haben wir lange genug gehört. Brennende Wälder, Verwüstung von ganzen Landstrichen, Umweltverschmutzung, Armut, all diese Bilder kennen Sie. Wir sollten nicht darüber sprechen, wo die Probleme sind, sondern wo die Potenziale liegen. Und Paris hat ein Zeichen gegeben. Paris hat uns gesagt, wir, die Weltgemeinschaft, sind bereit, uns zu verändern. Das Abkommen von Paris war eine wirkliche Veränderung. Doch was ist seither passiert? Was konnten wir bewegen für diesen wunderbaren blauen Planeten, auf dem wir leben dürfen und der uns so viel schenkt? Leider nicht so viel, wie es braucht, und leider keine wirklich grundlegenden Veränderungen. Wir haben vorhin gehört, dass Microsoft-Chef Bill Gates empfiehlt, wir sollten zurückgehen zur Atomkraft, um unseren steigenden Energiebedarf zu decken. Wir haben aber gleichzeitig auch gehört, dass mittlerweile die Solarenergie die preisgünstigste Energieform der Welt geworden ist. Und hier setzt mein Plädoyer an. Seien Sie Pionier. Gehen Sie voraus. Es zahlt sich in jeder Beziehung aus. Als wir damals das Thema Solarenergie vorgestellt haben, und ich kann mich gut erinnern, der Chef von RWE hat zu mir gesagt, Herr Lietsch, Sie sind ein junger Mann, schön, dass Sie träumen. Die Solarenergiespielerei ist ja ganz nett, aber ich sage Ihnen, mehr als 0,5% wird Deutschland niemals mit der Sonne produzieren. Bei uns ist doch ständig Schatten, immer Regen, also vergessen Sie Ihren Blödsinn. Aber weil ich Sie so sympathisch finde, gebe ich Ihnen 1%, mit die wir mit Solarenergie erzeugen können. Heute, in allen Vorträgen weltweit, in denen ich bin, wird Solarenergie als die Chance gesehen. Und wissen Sie, warum das passieren konnte? Weil ein Mensch in Deutschland auf diese Solarenergie gesetzt hat. Weil er einige Leute begeistern konnte, das EEG, das Energieeinspeisegesetz, zu verabschieden. Und weil daraus eine weltweite Bewegung wurde, weil daraus eine Riesenindustrie wurde, die Solarindustrie. Hermann Scheer war dieser Held. Und so zeige ich jetzt hier auf dieser Folie ein paar Helden, ein paar Organisationen, die vorausgehen. Sie sehen, wie vorhin von Arne Pries schon erwähnt, Baum, den Bundesdeutschen Arbeitspreis für umweltbewusstes Management. Ich habe hier aber auch das Logo der Firma VD, weil die Firma VD einfach ein Vorreiter ist. Sie kennen statt Google Ecosia, eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Und das ist nur ein Auszug von Hunderten von Firmen, die wir in unserem Forum Nachhaltig Wirtschaften vorstellen. Die wir deswegen vorstellen, weil wir der Meinung sind, dass wir durch gute Beispiele lernen können, dass wir uns wechselseitig inspirieren können, dass wir uns wechselseitig motivieren können und vor allen Dingen, dass es geht. Es ist alles da. Es ist alles da, was Sie brauchen, um die Veränderung nach vorne zu bringen. Green Tech, wir haben es von unserem Vorredner gehört, Green Tech bietet für vieles, ich möchte sogar sagen, für fast alles eine Lösung. Wir haben Solarenergie, wir haben Wasserstoff, wir können Fleischersatzstoffe herbeibringen, wir haben hervorragende Bio-Lebensmittel, wir haben in allen Bereichen der Technologie längst die Lösung, von Smart Grid, Smart Home, Internet of Things, die Technik ist vorhanden. Was fehlt, ist die Begeisterung, die Bereitschaft zum Wandel. Und hier kommen Sie ins Spiel. Sie haben den Schlüssel in der Hand, denn der wirkliche Schlüssel zur Veränderung sind wir Menschen. Unsere Bereitschaft, bewusst zu handeln, bewusst zu agieren, unsere Energie einzubringen, unsere Paradigmen zu ändern, bereit zu sein für den Wandel. Hier kommt Ihre Stärke jetzt ins Spiel. Sie können sagen, es reicht. So wie das Cover von uns links unten, mit dem ich in mehrdeutiger Form sagen wollte, nicht nur es reicht, ich habe die Nase voll. Nein,
sondern es reicht, dass wir das Bewusstsein entwickeln, wir haben genug. Wir müssen nicht noch mehr wachsen, sondern wir müssen mehr Sinn geben, mehr Begeisterung geben. Ich kann hierzu ein Beispiel eines Forum-Autors bringen, der sagt, begeistern, wie Unternehmen über sich hinauswachsen. Begeisterung enthält das Wort Geist. Deswegen möchte ich Sie inspirieren, Ihren Geist dazu einzusetzen, Ihr Unternehmen zu verändern. Aber nicht nur Ihren Geist, sondern auch Ihr Herz. Horchen Sie noch einmal in sich hinein, nachdem Sie den Vortrag von Arne gehört haben, nachdem Sie meine Worte gehört haben. Was begeistert Sie? Was inspiriert Sie zur Veränderung? Was würden Sie gerne machen, wenn Sie könnten? Und ich weiß nicht, ob ich etwas früher mit meinem Vortrag enden darf, um Ihnen Raum zu geben, nachzudenken und vielleicht sogar jetzt hier schon Fragen zu stellen. Denn sicherlich werden Sie, wie ich es sehr oft in Deutschland höre und kenne, sagen, ja, aber. Und ja, aber ist das Beste, um zu sagen, es geht doch nicht. Das sind Schwierigkeiten, das sind Probleme. Aber genau diese Ja-Abers sind der Schlüssel zur Veränderung. Sind genau die Chance, von der ich vorhin gesprochen habe, nämlich die Chance, als Innovationsführer voranzugehen, als Entrepreneur, als Unternehmer zu zeigen, es geht. Und die Unternehmer, die wir im Vortrag gehört haben, die genau diese Green Tech, diese Clean Tech, diese Eco Tech nach vorne tragen oder ein Beitrag oder Schlagwort ist, das heute noch gar nicht gefallen ist, sind die sogenannten Social Entrepreneure. Also diese Menschen, die bereit sind, eine Firma der Veränderung eines gesellschaftlichen Zustandes zu widmen oder der Optimierung unserer Gesellschaft nach dem Gedankengut von Friedensnobelpreisträger Professor Mohammed Yunus. Also die Menschen, die Entrepreneure werden, so wie wir das damals waren, weil wir das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz treiben wollten und deswegen einen Verlag gegründet haben. All diese Unternehmen, all diese Menschen sind Teil des Wandels. Und zurück zu Ihnen. Sie als Human Resources Protagonist können Teil des Wandels sein, indem Sie Menschen begeistern, indem Sie bei der Auswahl Ihrer neuen Mitarbeiter schon darauf hinweisen, wie sehr Ihr Unternehmen Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Handelns stellt, indem Sie darauf hinweisen, wie sehr Sie auf den Geist und auf das Herz des neuen Mitarbeiters setzen, aber auch der vorhandenen Mitarbeiter, um diesen großen Wandel hinzubekommen. Denn Ihr Unternehmen trägt Mitverantwortung dafür, wie die Zukunft aussieht. Deswegen habe ich diverse Bücher geschrieben, die zum Beispiel Zukunft gewinnen oder eben die Kraft des Mitgefühls. Ja, das spiegelt ein bisschen. Aber das kann ja nachher noch eingespielt werden. Also, Sie sehen, Sie haben die Möglichkeit, als Human Resources Verantwortlicher die Welt zu verändern. Vielleicht mehr als der CEO, vielleicht mehr als das Marketing, denn Sie aktivieren die Kräfte Ihrer Mitarbeiter. Thomas, gibt es von deiner Seite, gibt es von Seiten der Zuhörer bereits Fragen? Ja, also der Punkt, den du gerade beschrieben hast, dieser Mindset, den ich als Mitarbeiter habe, der ist ja eventuell ein bisschen stärker ausgeprägt, egal ob ich im HR arbeite, aber gehen wir einfach mal davon aus, ich bin Mitarbeiter in der Personalabteilung. Ich werde ja Unterstützung für mein Handeln oder auch eine grundlegende Veränderung in der Abteilung an der Stelle auch nur dann erreichen, wenn ich Support habe, auch von oben, von der Unternehmensleitung zum Beispiel. Ich meine, du
Hast mit Sicherheit schon, hast viele Vorgehensweisen erlebt. Was würdest du denn empfehlen, wenn ich als Mitarbeiter für dieses Thema Stakeholder gewinnen will, wenn ich meine Geschäftsführung dazu bringen möchte, mehr an ökologisch nachhaltigem Handeln auch voranzutreiben? Wie ist da Ganz die einfach. beste Vorgehensweise? Beste Vorgehensweise ist zum einen die Begeisterung, also die eigene Begeisterung, wenn man sagt, so schön, Begeisterung steckt an. Das andere ist Best Practice. Das heißt also, wenn Sie Ihrem Chef sagen, gucken Sie mal, dieser Mitbewerber ist mit der und der Maßnahme bereits ganz, ganz vorne, dann wird kein Mensch mehr Widerstand geben. Und das heißt also, immer das Zusammenspiel von dem, was Arne gesagt hat, nämlich, dass an der Veränderung gar kein Weg vorbeiführt und das Zweite, dass diese Veränderung sich wirtschaftlich trägt. Und gerade Sie als HR-Managerin können ja sagen, wir können, wenn wir uns als Unternehmen darstellen können, das innovativ ist, das nachhaltig ist, das umweltbewusst ist, das Verantwortung übernimmt, können wir in der Personalbeschaffung ganz anders punkten. Wenn Sie als HR-Verantwortlicher sagen, liebe Geschäftsführung, ich brauche Purpose, ich brauche Sinn, das ist im Moment das Zauberwort. Die jungen, wirklichen High Potentials, die fragen, was tut dieses Unternehmen für die Gesellschaft, dann haben Sie alle Argumente für sich, bei sich, um die Geschäftsleitung zu überzeugen. Und gehen Sie davon aus, die Geschäftsleitung ist nicht dumm. Ganz im Gegenteil, die Geschäftsleitung ist deswegen Geschäftsleitung, weil sie innovativ ist, weil sie kreativ ist, weil sie offen ist. Manchmal schaut es so aus, als ob die Geschäftsleitung nur auf Zahlen setzen würde, aber ich kann Ihnen nur eines sagen, wenn man die Geschäftsleitung davon überzeugen kann, wenn man ihr beweisen kann, dass es funktioniert, dann ist die Geschäftsleitung als erstes dabei. Und du hast jetzt gerade die Geschäftsleitung genannt. Ich sage immer, dieses Gedankengut muss in die DNA des gesamten Unternehmens, vom Gabelstaplerfahrer bis zur Geschäftsleitung, vom Lageristen bis hin zum Marketingverantwortlichen, vom Verkauf bis zum Einkauf. Das, wenn in der DNA ist, dann ist man infiziert. Und ich habe ja viele Unternehmen infizieren dürfen. Ich habe viele Menschen infizieren dürfen. Und einer letzte Woche, er ist Verlagsleiter, den hatte ich damals bei dem Zukunftsgespräch auf der Zugspitze von der IHK angesprochen. Und der hat mir gesagt, du hast mich damals infiziert und ich komme von diesem Thema nicht mehr los. Ich bin immer mehr begeistert. Ich möchte das Thema Nachhaltigkeit treiben, denn ich sehe zum einen meine Verantwortung als Vater, ich sehe meine Verantwortung als Leiter des Unternehmens und ich sehe, dass diese Herausforderung die große Herausforderung meiner Generation ist und die will ich nicht verschlafen. Okay, klasse. Ja, ich sag mal, gerade in den letzten Jahren ist ja durch klimatische Veränderungen, die man selber nicht leugnen kann, allein wenn man mal kurz den Weg in den Wald sucht, ist da ja mehr Beschleunigung auch reingekommen. Würdest du sagen, dass man das auch an den Handlungsweisen der Verantwortlichen auch ablesen kann, dass man sagen kann, in den letzten 5 Jahren, da waren die Sommer sehr extrem, dass man auf der gleichen Seite auch feststellen kann, wenn es um ökologisch nachhaltige Aktionen und Aktivitäten geht, dass da im gleichen Maß auch gegengehalten wird. Weil du beobachtest den Markt schon seit über 30 Jahren. Von daher bist du da der beste Experte, der Veränderungen ein bisschen feinfühliger aussieht. Also ich beobachte den Markt sehr genau und ich kenne die Ewiggestrigen, ich kenne die, die alle wieder zur sogenannten Normalität zurückgehen wollen. Aber ich spüre auch den Geist, den Spirit in den Unternehmen. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen und auch Ihnen, liebe Zuhörer, sprechen Sie mit Ihren Freunden, Bekannten und Verwandten. Während es früher so war, dass man am Stammtisch oder beim Italiener über Gott, die Welt, Autos, Urlaub oder sonst was gesprochen hat. Und wenn Fritz dann wieder ankam, so mit seinen Themen wie zum Beispiel Innovation, Solartechnik, Green Tech oder Bewusstseinswandel, dann hieß es, oh, um Gottes Willen, das schon wieder. Mittlerweile bestimmt dieses Thema alle
Treffen, alle Zoom-Konferenzen. Und das zeigt, es kommt immer mehr an. Die Menschen spüren, es ist Zeit für den Wandel, es ist Zeit für die Veränderung. Und selbst der reiche Freund, der bis jetzt gesagt hat, Solaranlage kommt mir nicht aufs Dach, das verschandelt meine tolle Villa und der Swimmingpool, den kann ich mir auch ohne Solaranlage leisten, der ist jetzt plötzlich aufgeschreckt. Er sagt, ich will etwas tun, ich kann etwas tun, ich bin vermögend, ich bin Unternehmer. Und deswegen glaube ich, weil du vorhin gefragt hast, ob denn der CEO mitspielt, Unternehmer und Führungskräfte sind Leute, die gerne gestalten mögen. Speziell Unternehmer, sie unternehmen etwas. Also nehmen Sie den Unternehmer mit auf die Reise und Sie werden sehen, er ist der Erste, der etwas unternimmt. Und deswegen setze ich auf die Kraft der Unternehmen und nicht nur auf die Kraft der Politik. Denn Unternehmer, Unternehmerinnen sind Leute, die ein Problem sehen und es lösen und nicht darüber sprechen. Okay, also wenn ich mich als Unternehmen jetzt auch mich neu positioniere und auch dieses ökologisch nachhaltige Handeln mal ein bisschen stärker auch in den Vordergrund bringe, da mehr darüber spreche, ändere ich ja auch meine Unternehmens-DNA so ein bisschen. Also das heißt, es wird auch ein bisschen Mut dazu, sich als Unternehmen ein bisschen neu zu erfinden. Ähnlich so ein bisschen wie auch bei einer Ehe, würde ich mal sagen. Es gehört Mut dazu, Thomas. Das gehört Mut dazu. Ich unterbreche dich an der Stelle, weil ich bin sehr, sehr eng in Kontakt zum Beispiel mit der deutschen Automobilindustrie. Mein Unternehmen fährt seit 30 Jahren Elektromobile. Ich habe immer wieder die deutsche Automobilindustrie dazu animiert, innovativer zu sein, andere Antriebsformen zu experimentieren. Als dann Tesla in München war, sage ich, um Gottes Willen BMW, jetzt sitzt Tesla schon mitten in München mit einem Showroom, mit einem Auto, das ich zwar süß finde, aber das eigentlich lächerlich ist, denn es ist nur eine umgebaute Lotus Elise mit ein paar Batterien und Elektromotor drin. Das kann doch bei euch die Lehrlings- und die Entwicklungsabteilung, das machen die nebenbei. Nein, man war nicht innovativ genug, man hatte immer nur Benzin im Blut und nicht gespürt, dass die Zeichen der Zeit auf Veränderung stehen. Und diese Zeichen der Zeit stehen auf Veränderung. Die Unternehmen, die vorne dran sind, die gewinnen. Und ich habe mit Elon Musk gesprochen, warum er das eigentlich alles getan hat, sagt er, ich wollte einfach zeigen, es geht. Und wenn Sie Ihr Unternehmen, wenn Sie in Ihrem Personalmanagement gemeinsam mit Ihren Teams zeigen, es geht, die Veränderung, nachdem Ihr Herz, nachdem Ihr Hirn ruft, gehen und ich habe nicht Angst, dann werden Sie reich belohnt. Und gucken Sie mal, in einer absolut ausgereizten Automobilbranche, wo es hieß, es gibt keine Neuzugänge mehr. Daimler, Benz, Toyota, BMW, VW, die haben das Feld in der Hand und wenn, dann wird eher noch in Fusionen gedacht und nicht mehr in Neugründung. Kommt ein Softwaremann, also ein Mensch, der mit der Autoindustrie nichts zu tun hatte, und mischt den gesamten Markt auf. Und das zeigt Entrepreneurship, Innovation, Begeisterung, kann die Welt verändern. Und diesen Funken der Begeisterung, den können Sie als HRM Green Anhänger, als Teil dieser Community, diesen Funken können Sie setzen. Und Sie sitzen da an der perfekten Abteilung. Denn Sie haben die Ressourcen, die Veränderung treibt, nämlich die menschlichen Ressourcen. Es ist unser menschlicher Geist, unser menschliches Herz, unsere Bereitschaft, solidarisch zu sein, unsere Bereitschaft, ein soziales Engagement einzugeben, die Menschheit so stark gemacht hat, wie sie ist. Und die sie aber auch dorthin gebracht hat, wo sie jetzt ist, nämlich weil sie irgendwann Profit vor Solidarität und vor Gemeinschaft gestellt hat. Und das, wenn wir wieder zurückdrehen, dann stehen wir vor einer wunderbaren Zukunft. Und das war ja der Titel meines Vortrags und dessen, was ich hier rüberbringen wollte, nämlich wir haben eine ganz, ganz große Chance. Diese Krisen geben uns die Möglichkeit für einen Neustart, für eine Veränderung, für den Sprung ins Ungewisse. Aber dieses Ungewisse kann unheimlich spannend, unheimlich belohnend sein und kann uns in eine neue Zukunft führen. Für uns und unsere Kinder. Okay, ja, ich glaube, wenn wir das da rausziehen oder wenn wir wirklich den Punkt als Chance sehen, glaube ich auch, dass da eine Menge Potenzial liegt.
Man braucht sich auch nur die Leitlinien und auch die Unternehmensvisionen anschauen bei großen Unternehmen in Deutschland bezogen auf den Bereich CSA. Dann ist dort ja einiges, was man vorhat. Vielleicht von dir eine Einschätzung, die Visionen und Leitlinien mal gegenübergestellt, wo wir tatsächlich stehen. Siehst du das alles erreichbar, gerade im Hinblick, dass wir gerade noch natürlich mit der die Pandemie noch nicht ganz abgeschlossen haben? Glaubst du, wir haben die Kraft, die hochgesteckten Ziele auch zu erreichen? Selbst wenn ich es nicht glauben würde, würde ich trotzdem alles tun, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Und das ist es, warum ich so voller Begeisterung bin, so voller Elan bin. Wenn Menschen zu mir sagen, wow, du arbeitest ja Tag und Nacht und nebenbei baust du noch Solaranlagen, hast einen riesen Versuchsgarten, kümmerst dich um Peak Oil, Peak Soil und vieles mehr, dann kann ich nur sagen, ich arbeite nicht. Ich mache nur okay. Das, was mir Spaß macht. Und deswegen, wenn wir alle das tun, was uns Spaß macht, wenn wir alle das tun, was uns Zukunft ermöglicht, dann schaffen wir es auf jeden Fall. Wir schaffen es, aber nur, wenn wir bereit sind, das zu geben, was wir haben, nämlich ganz viel Engagement, ganz viel Kraft, Begeisterung und Liebe. Dieses Wort kommt immer als letztes und das ist in Wirtschaftskreisen, wird sehr wenig benutzt, das Wort Liebe. Aber ich habe einfach festgestellt, wenn man die Dinge, die man tut, mit Liebe tut, dann sind sie immer erfolgreich. Dann bringen sie auch immer Geld. Dann bringen sie auch immer Unterstützung und eine wachsende Community. Und diese wachsende Community, die ihr hier anbietet, die möchte ich gerne unterstützen, denn diese wachsende Community kann ganz, ganz viel bewegen. Das heißt also, ich gebe die Frage an dich zurück. Glaubst du, dass die Community wachsen wird? Glaubst du, dass ihr es schafft, die Leute mitzunehmen? Wenn du jetzt sagst ja, dann sage ich, jawohl, wir schaffen es. Ja, also wir haben eben schon drüber gesprochen. Es ist ja eigentlich für jedes Unternehmen ein ganz großer positiver Nebeneffekt verbunden. Und vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit, den Nico mal mit ins Spiel zu holen. Vom Bosch Automobilindustrie hast du gerade angesprochen. Also ich glaube fest daran, weil ja, es gibt Studien, die auch besagen, grüß dich Nico, dass ja jeder Dritte oder drei von vier, die jetzt auf der Suche sind nach einem neuen Job, darauf achten, dass ihr zukünftiger Arbeitgeber auch nachhaltig handelt. Also von daher ist das schon mal ein ganz wichtiger Punkt und zeigt an, die große Mehrheit hat es begriffen. Ich möchte zu einem Arbeitgeber, der das auch ausstrahlt, der mir Möglichkeiten gibt, in diesem Bereich zu wachsen. Und ja, nicht zuletzt, ich stärke auch meinem Unternehmen mit dem Thema, was die ganze Welt angeht. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich positioniere, positioniere ich mich bei einem nationalen, internationalen Thema ganz klar, zeige Haltung. Also von daher bin ich auch überzeugt, dass HR, dass die meisten Ressourcen verwaltet und auch die besten Treter hat in andere Abteilungen und zur Geschäftsführung dort die richtige Abteilung ist. Gut. Und nochmal zum Business, Thomas. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf den Vortrag von Nico. Du hast es gerade gesagt, die HR-Abteilung verursacht ja wahnsinnige Kosten. Menschen sind ja sehr teuer. Wie können wir es uns leisten, dass Menschen bei uns arbeiten, mit angezogener Handbremse arbeiten? Deswegen, auch aus Sicht der Kosten, kann ich die Geschäftsleitung sofort davon überzeugen, wenn ich ein so motiviertes Team habe, so motivierte Mitarbeiter habe, wie das zum Beispiel in meiner Firma ist, dann sinken die Kosten und der Output, die Produktivität steigt ungemein und vor allem die Kreativität ist da, denn die Mitarbeiter brennen, die Dinge laufend zu optimieren und besser zu machen. Und damit verabschiede ich mich und lade jeden herzlich dazu ein, Forum zu lesen, denn genau diese Zeitschrift bringt die Best Practice Cases,
die motivieren, die ermutigen und die einem wertvolle Anregung geben. Auch von Bosch hatten wir schon öfter mal was drin. Und hiermit auch das Angebot, jeder, der sich bei mir direkt meldet, dem schenke ich ein Exemplar, einfach um diesen Samen dieser HRM Green Community jetzt sofort mit Wasser zu begießen und mit Sonne, damit diese Pflanze schnell wachsen kann. Nico, ich bin schon total gespannt. Vielen Dank, Thomas. Ich glaube, es ist die Zeit, dass ich mich mit auskenne. Ja, vielen Dank, Fritz. Auch nochmal erwähnt, die Verlinkung zum Forum, die stellen wir natürlich gerne her. Und ja, das war ein klasse Einblick und wir würden uns einfach freuen, wenn du auch gleich zur Podiumsdiskussion mit dabei sein kannst, denn da wird bestimmt auch noch der ein oder andere Teilnehmer einen tollen Impuls setzen. Von daher sage ich mal bis gleich und wir sehen uns wieder. Danke, Thomas, Nico. Stopp. Tschüss. Danke. Genau. Ja, herzlich willkommen, Nico Thümler. Du bist Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftspsychologe bei Bosch. Und wir haben heute Morgen das Thema HRM Green, Green HRM, wie immer du es auch nennen willst, von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Und da freue ich mich jetzt ganz besonders, dass wir dort mal auch einen Einblick in die Praxis gewinnen. Und ich schaue mal auf den Zeitplan. Da sind wir genau on point. Von daher, wenn du nichts dagegen hast, leg doch einfach mal los und Fragen können wir dann im Nachgang gerne behandeln. Ein Traum. Yes. So, dann wollen wir das mal hier teilen. So. So. Sag mir doch mal, Thomas, seht ihr schon die Präsentation jetzt? Ja, ja, also die ist gut zu sehen. Ist gut zu sehen. Ein Traum. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, dann sage ich herzlich willkommen zu Green HRM. Schön, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, so tief in das Thema einzusteigen und euch sozusagen den ganzen Tag als volle Green HR-Dröhnung gebt. Finde ich großartig. Ich will mich kurz vorstellen. Ich bin der Nico Thümler. Ich bin bei Bosch Sales Consultant für den Bereich Workforce Management. Das heißt, der Fritz erzählte da eben was von dem Software-Typen, der mit der Automobilindustrie gar nicht so viel am Hut hat. Und so ähnlich ist es bei mir und meinen Kollegen im Team auch. Also wir sind auch die Software-People. Für Workforce Management Software, was es ist, erzähle ich gleich noch. Ich bin von meinem Hintergrund, ich bin Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftspsychologe. Wenn ich nicht bei Bosch arbeite, dann bin ich an der FOM-Hochschule in Neuss Dozent für verschiedene wirtschaftspsychologische Fächer, beziehungsweise in diesem Jahr Statistik, da habe ich selber noch ein bisschen Angst vor, aber so ist es halt. Ich promoviere an der University of Economics in Prag und ja, die Dinge, die mir Spaß machen, Boxer und Mountainbike-Freak in meiner Freizeit, das heißt, ich habe das Glück, Boxen geht gerade nicht, aber Mountainbiken geht noch, das heißt, da komme ich ganz gut durch die Lockdown-Situation. Ich bin aber relativ aktiv auf LinkedIn, das heißt, wenn ihr Lust habt, mit mir Kontakt zu bleiben, beziehungsweise ihr könnt das natürlich auch noch entscheiden, je nachdem, wie euch der Vortrag gefällt. Ihr könnt mich sehr, sehr gerne jetzt auf LinkedIn adden. Wer möchte, könnte mir eine kurze Nachricht schreiben. Ich habe noch eine kleine Überraschung für alle, die das möchten. Das heißt, es gibt auch ein kleines Geschenk. Aber ihr könnt mich natürlich auch so gerne adden, wenn ihr das möchtet. Okay. Ja, steigen wir ein. Bosch kennt man vielleicht. Ich kann mir vorstellen, die meisten von euch haben irgendwo ein Gerät mit diesem Bosch-Logo zu Hause rumliegen. Das kann der Akkuschrauber sein. Vielleicht ist es auch irgendwie die Spülmaschine oder so. Oder der Föhn. Jedenfalls machen wir noch viel, viel mehr. Und wir sind eine große Company mit fast 400.000 Mitarbeitern weltweit an 245 Fertigungsstandorten. Das heißt, wir sind nicht die anderen Standorte, sondern nur die Fertigungsstandorte. Das Interessante bei einem Unternehmen dieser Größe ist aber die Struktur.
Und das ist jetzt gerade für diesen Zweck der Nachhaltigkeit sehr interessant, denn zum einen sind wir noch eine GmbH, auch mit Anteilen der Familie. Und zum anderen sind wir stiftungsgetragen. Das heißt, 92% dieser großen Unternehmung gehören nach wie vor oder gehören der Robert-Bosch-Stiftung, während 7% nach wie vor in Familienbesitz sind. Das bedeutet, dass ein Großteil dessen, was wir erwirtschaften, in nachhaltige und gemeinnützige Zwecke fließen kann. Das können Umweltprojekte sein, das kann aber auch das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart sein. Genau. So. Jetzt habe ich eben gesagt, ich mache irgendwas mit Workforce Management Software. Kann man sich jetzt fragen, was ist das jetzt und was hat das jetzt irgendwie mit nachhaltigem HR zu tun? Also wir sind Softwareanbieter für interne, aber auch vor allem für externe Kunden, für Software für effizientere Personalprozesse. Das heißt, wir digitalisieren HR- und Kernprozesse mit dem Fokus auf Zeitwirtschaft und Personaleinsatzplanung. So. So, jetzt haben wir heute hier das Thema Green HRM und ich glaube, ihr habt da auch schon ein bisschen was an Begrifflichkeiten und Definitionen gehört. Ich will jetzt für meinen Vortrag, das ist dann der Wissenschaftler in mir, eine Arbeitsdefinition wählen und das Thema Green HR auch einmal etwas weiter erklären. Ich habe grundsätzlich bei meinen Vorträgen immer den Anspruch, so ein bisschen weiter in die wissenschaftliche Literatur einzusteigen und vielleicht ein paar Dinge zu beleuchten, wie über die Quellen, die man sonst so liest, also ich sag mal über den Economist oder die Wirtschaftswoche oder was auch immer ihr so gerne an Zeitschriften liest, hinausgehen und wirklich in fachliche Primärliteratur, also in das, was Forscher in ihren Fachaufsätzen schreiben, einzusteigen und das für euch einmal aufzubrechen, dass ihr euch durch dieses trockene Gewüst nicht so durchwühlen müsst. Also Green HRM, was ist das und wo kommt das her? Das heißt, wir haben verschiedene Verträge zur Eindämmung des Klimawandels. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Kyoto-Protokoll, dann gibt es noch Bali, Kopenhagen, also verschiedene Verträge, wo sich die Politik verpflichtet hat, ökologische Ziele zu erreichen. Das kann sie aber nur, wenn Unternehmen auch ökologisch handeln, denn wir als Unternehmen sind die größten Hebel, um wirklich Nachhaltigkeit umsetzen zu können. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu in erster Linie ein starkes Leadership und in zweiter Linie konsequente Prozesse. Ohne das beides wird es nicht gehen, wenn wir das im Unternehmen nicht implementieren. Das heißt, ich habe jetzt eine Studie aus dem Jahr 2007 gelesen, die ist jetzt schon etwas älter und Württemberg und Kollegen, die haben da gesagt, Green in die Strategie einzuarbeiten, das ist auf dem Vormarsch, aber im HR-Bereich teilweise noch Neuland. Von dem, was ich heute so beobachten kann, stimme ich dem nicht mehr ganz zu. Ich glaube, das hat sich verändert. Wir sind mehr als auf dem Vormarsch, wir sind dabei. Meine Beobachtung ist, dass das spiegelt sich in dem, was ich in Gesprächen mit meinen HR-Kollegen und Personalleitern aus meinen Kundenkreisen wiederfindet. Viele HR-Bereiche sind in den Startlöchern und man hat eigentlich vor, das umzusetzen und das anzugehen, man weiß vielleicht noch nicht so ganz wie. Und dieses Wie, das will ich euch jetzt hier gleich mal ein bisschen runterbrechen. Denn klar ist, dass ihr als HR, ihr seid der Schlüssel aus zwei Gründen. HR ist der einzige Player im Unternehmen, der diese Green Atmosphere im Unternehmen implementieren kann. Das heißt, die Forschergruppe von Rund um Amag, die hat das gesagt, without facilitating the human resource, bla bla bla, it would be a hard nut to crack. Das heißt, ohne euch wird es eine ganz harte Nuss. Das ist wahrscheinlich sogar eine Paranuss und keine Walnuss mehr. Das heißt, als Arbeitsdefinition wähle ich das folgende. Green HRM, das ist der Einsatz von HR in Richtlinien, um die nachhaltige Nutzung von Ressourcen im Unternehmen zu fördern. Ich führe jetzt den nächsten Begriff ein, das Green HRM Manifest.
Ihr kennt vielleicht aus dem Bereich des agilen Arbeitens das agile Manifest, das also verschiedene Grundsätze niederschreibt, die die Säulen für agiles Arbeiten sind. Und analog dazu, das ist kein Nico-Begriff, kein Nico-Tümler-Begriff, sondern das ist ein Begriff, den ihr in der Forschungsliteratur wiederfindet, gibt es das Green Agile Manifest. Und das schreibt sozusagen die Säulen fest, auf die ihr euer persönliches oder unternehmerisches grünes HR-Management aufbauen könnt. Die erste Säule, die wir haben, das ist War for Talents, Green Recruiting. War for Talents brauche ich euch wahrscheinlich nicht als HRler nicht sagen. Es wird nicht leichter, Arbeitnehmer zu finden. Vielleicht ist es momentan so, dass durch die Corona-Pandemie die ein oder andere Arbeitsressource auf dem Markt ist, der ein oder andere Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin sich umorientieren möchte, nach einem neuen Job sucht. Aber wenn man sich den Trend anguckt, dann ist klar, es wird nicht leichter werden in den nächsten Jahren. Die Alterspyramide steht so, dass die Arbeitnehmerknappheit noch steigen wird. Und das heißt, mit dieser Situation müssen wir umgehen. Okay. Das heißt, wir haben von HR-Seite, wenn man das betriebswirtschaftlich knallhart runterbricht, eigentlich zwei wichtige Wertbeiträge, die wir liefern. Das eine ist Recruiting, also neue Leute finden, und das zweite ist Mitarbeiterbindung, dafür sorgen, dass die bleiben. Und alles andere, was wir machen, das sind eigentlich mehr oder weniger Unterstützungsprozesse für diese beiden Value Propositions, die wir als HR haben. Und das heißt, über Green Recruiting können wir eine ökologische Strategie als Pull-Faktor implementieren, um neue Mitarbeiter anzuziehen. Das ist so ein bisschen das Ähnliche, es geht in die Richtung, was der Fritz gesagt hat in seinem Vortrag eben. Die High Potentials, die haben die Arbeitsmarktsituation danach, dass sie danach fragen können, und sie tun es auch. Sie wollen für ein Unternehmen arbeiten, was Sinn stiftet und was nachhaltig arbeitet. Und Nachhaltigkeit ist eben einer der Werte, der für die heranwachsende Generation von Arbeitnehmern eine immer stärkere Bedeutung hat. Und das heißt, das könnt ihr nutzen. Das heißt, wenn ihr eure Strategie ökologisch arbeitet, dann könnt ihr damit auch neue High Potentials anziehen und attracten. Das heißt, euer Environmental Commitment, das schärft euer Profil und hebt euch von anderen Arbeitgebern ab. Das heißt, Green Recruiting, das baut auf drei Säulen. Das eine ist das Herausstechen, dass wir überhaupt ökologisch sind, und das auch kommunizieren. Das ist auch ganz wichtig. Es ist gut, tu Gutes und sprich drüber. Wenn ihr eine coole ökologische Nachhaltigkeit implementiert habt, dann müsst ihr es auch kommunizieren, damit ihr junge Arbeitnehmer damit anziehen könnt. Wenn ihr das tut, wenn ihr herausstreicht, werdet ihr High Potentials anziehen, und dadurch, dass ihr im Einklang mit den Werten der Arbeitnehmer steht, habt ihr auch eine viel höhere Chance, die Arbeitnehmer zu halten. Das zweite, Performance Management. Performance Management, das ist eigentlich alles das, was wir im Unternehmen tun. Ihr seht da den Luke, der da ausgebildet wird von Yoda, für alle, die da im Star Wars-Universum unterwegs sind. Das Performance Management, das ist alles, was Fähigkeiten des Einzelnen mit den in Einklang mit dem Unternehmen bringt. Das heißt, das, was eure Mitarbeiter können, das, wo die gut drin sind, das wollt ihr mappen mit dem, was ihr als Unternehmen braucht. Und da habt ihr eigentlich ein Hauptwerkzeug im HR-Bereich. Das ist die Leistungsbeurteilung. Über die Leistungsbeurteilung könnt ihr kontinuierlich Feedback geben, und über kontinuierliches Feedback schafft ihr es, eine kontinuierliche Verbesserung zu implementieren. Und das heißt, das ist, sage ich mal, das hat dann noch nichts mit Grün zu tun. Und in diese Leistungsbeurteilung und in die Ziele, ins Performance Management, da müssen jetzt die ökologischen Ziele rein, und da müsst ihr darüber kontinuierlich sprechen, Feedback geben. Kenne ich auch von einigen Arbeitgebern, das ist halt manchmal so die Leistungsbeurteilung und das Gespräch, das macht man dann irgendwie einmal im Jahr, und dann ist das Thema durch. Aber das muss nicht sein. Das macht sehr viel Sinn, da vielleicht wirklich quartalsweise oder noch granularer drüber zu sprechen, um diesen Kulturwandel anzustoßen und auch die Mitarbeiterentwicklung dadurch zu verbessern. Mitarbeiterentwicklung, da sind wir direkt beim Green Training and Development. Das heißt, das Diagramm, das oder das Schaubild, das muss man jetzt eigentlich von unten lesen. Das heißt, wir haben
das Fundament Green Training and Development, und da können wir fünf Säulen draufstellen, um dann dieses Dach des Environmental Management zu implementieren. Das erste, was wir machen, das ist erstmal Aufklärung über Environmental Management. Wir müssen erstmal sagen, was ist denn das überhaupt? Was bedeutet das? Warum ist es wichtig? Problembewusstsein schaffen. Und erklären, was wir dort tun und warum wir als Unternehmen das tun. Das zweite, ihr schafft es über Trainings. Ne? Das zweite, neue Methoden. Ihr müsst die Mitarbeiter auch dazu befähigen, nachhaltige Arbeitsmethoden zu nutzen. Ich sag mal, es ist auch eine Kulturfrage. Durch die Corona-Pandemie hat sich ein bisschen gewandelt. Da sind wir ein bisschen beschleunigt worden. Aber es hat auch was mit Kultur und mit Akzeptanz zu tun, dass Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können, dass vielleicht Vertriebsgespräche per Videokonferenz stattfinden, dass man manche Prozesse digitalisiert. Und diese Methoden, dazu muss ich meine Mitarbeiter überhaupt befähigen, dass sie die nutzen können. Das dritte, Umweltbewusstsein schärfen, das könnte man vielleicht auch ganz nach links setzen eigentlich, weil ich muss erstmal die Mitarbeiter vielleicht auch dort abholen, wo sie sind, weil vielleicht hat nicht jeder diese Sensibilität dafür, wie wichtig das ist. Und auch als Unternehmer sind wir dazu in der Verantwortung, aufzuklären und Aufklärungsarbeit zu leisten und das Umweltbewusstsein überhaupt erstmal zu schaffen und zu schärfen. Die Werte der Organisation. Es ist wichtig, dass wir Nachhaltigkeit und Ökologie in die Werte unserer Unternehmung mit aufnehmen, denn es ist wichtig, dass die Werte des einzelnen Arbeitnehmers mit den Werten der Organisation im Einklang sind. Wir wissen, dass es bei den Arbeitnehmern drin ist. Und jetzt müssen wir es noch irgendwie bei unseren Werten auch drin haben, damit es überhaupt matchen kann. Und dann, das ist das fünfte, Einbindung der Mitarbeiter durch Enablement und durch aktive Ansprache und auch Ressourcennutzung der Mitarbeiter haben wir überhaupt eine Chance, Environmental Management bei uns im Unternehmen zu implementieren. Ja, give me that shit. Green Compensation. Es ist halt nach wie vor so, also Compensation, das ist alles mit gemeint, was Vergütung ist. Und es ist halt nach wie vor so, dass die Compensation, also das Vergütungssystem, das wichtigste Steuerungsinstrument ist, was ihr habt, um die Interessen des Einzelnen in Einklang mit den Interessen der Organisation zu bringen. Das ist halt sozusagen eine Stellschraube, wo ihr da justieren könnt, den Kompass neu ausrichten könnt. Und um den Kompass da auszurichten, müssen wir den Kompass sozusagen neu norden und den neuen Norden in Richtung ökologische Ziele. Das heißt, wenn ich ökologische Ziele als Unternehmen verfolge, dann ist es auch einfach ganz wichtig, dass es in die Zielvereinbarung reinkommt und dann eben auch in das Kompensationssystem, das ihr im Unternehmen habt. In dem Moment, wo es sich lohnt, habe ich auch als Arbeitnehmer ein ganz anderes Interesse, auch dementsprechend zu handeln. Viel schlimmer ist, ich habe ja sogar oft den Fall, dass von der Werteorientierung der Mitarbeiter vielleicht sogar ökologisch handeln möchte, aber durch das Zielsystem, was er hat, muss er eigentlich gegen seine eigenen Werte handeln, um sozusagen Nutzen maximieren zu handeln und das meiste zu verdienen. Und im Endeffekt hat auch dort und auch dort viele eine Familie zu ernähren. Das heißt, es muss sich auch einfach lohnen. Was nicht heißt, dass es nicht auch intrinsisch in der Motivation drin ist. Das ist wahrscheinlich meistens so. Es gibt da eine Studie, die ist sogar schon 20 Jahre alt, von Forman und Jorgensen, die wirklich empirisch auch nachweisen konnten, dass das Umweltengagement der Belegschaft steigt, wenn es vergütet wird. Also as simple as that. Deswegen, HRM Green sollte Teil des Vergütungssystems sein. Dadurch habt ihr zum einen eine Chance, die Mitarbeiter selbst über das Compensation-Programm weiter einzubinden. Und zum anderen habt ihr auch die Chance, euren Führungskräften, dem Management, weitere Steuerungsinstrumente an die Hand zu geben, um dieses Verhalten individuell zu fördern. Green Employee Relations, das ist jetzt die nächste Säule vom HR-Manifest. Die Employee Relations, das ist eigentlich alles, was sich mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeziehungen beschäftigt. Das klingt jetzt sehr weich erstmal, aber man kann nachweisen, dass dadurch die Motivation, die Moral und die Produktivität verbessert werden, wenn wir gute Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen haben. Und das heißt, auch diese Art von Beziehung, die müssen wir grün gestalten.
also Green Employee Relations, aufbauen. Das schaffen wir dadurch, dass wir Mitarbeiter beteiligen. Wie können wir das machen? Es gibt im Unternehmen meistens irgendwo die Eco-Entrepreneurs. Das sind diejenigen, die sich ohnehin schon ökologisch engagieren und die dort ein eigenes Interesse haben und vielleicht auch schon ganz viel machen. Und die einfach einbinden, denen eine Bühne geben. Das heißt, sozusagen den Ansteckungsfaktor etablieren, ne? Dass jemand aus den eigenen Reihen das schon macht und das auch unterstützen und dieses Momentum nutzen, damit es sich auf die Organisation überträgt. Das heißt, mit dem arbeiten, was man hat, das nehmen, was da ist. Und dann ganz wichtig, das Management abholen, dass ihr die auch einbindet. Das könnt ihr wieder über Moral, Motivation und Produktivität. Da habt ihr harte KPIs, warum das für die auch ganz interessant ist. Denn ich sehe das schon so, natürlich wollen sie gestalten, aber ich sehe das schon so, dass sie halt auch in erster Linie vielleicht, wenn ihr eine AG seid, dann seid ihr halt KPI-gedriven. Und deswegen ist es wichtig, diese Strategie auch zahlenmäßig nachweisen zu können, dass es sich lohnt. Okay. HRM green machen. Jetzt schauen wir uns mal, was können wir denn jetzt tun, wenn wir ihr habt jetzt vielleicht, sag ich mal, so den Überblick über die Stellschrauben, aber was können wir jetzt im HR-Management, im Human Resources Management machen, um es grün zu gestalten? So. Da habe ich das mal auf 4 Handlungsfelder runtergebrochen, die man in der Literatur so findet. Das erste ist Green Building. Also, ich sage mal ganz simpel dazu, wenn ich vielleicht nicht ins Green Building fahren muss, dann ist es noch grüner. Also durch Remote Work kann ich da einfach schon eine ganze Ecke Nachhaltigkeit implementieren. Also so viel, ich kann nicht so kosten- oder so umweltschonend fahren, wie ich nicht fahren kann. Sag ich mal, ne? Das heißt, das, was man remote machen kann, das macht vielleicht auch Sinn. Ganz davon abgesehen, dass wir da über New Work auch noch ganz andere Stellschrauben haben zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und so weiter. Aber das am Rande. Und ansonsten, das, was ihr im Gebäude habt, nachhaltig gestalten, effizientes Gebäudemanagement, intelligente Systeme, Klimasteuerung und so weiter, vielleicht die Produktionskapazitäten intelligent gestalten und mit Energy Services und was ihr dort habt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dann das Zweite, und das ist manchmal dann irgendwie doch ein bisschen erschreckend so in meinem Business, wie oft man dann doch noch irgendwie die Papiergegner hat, wenn man so im Softwarebereich unterwegs ist. Ich sag manchmal so, scherzenshalber, der Wandkalender ist einer meiner größten Konkurrenten, weil irgendwie ist es halt doch noch relativ viel etabliert, dass dann irgendwie mit 4 verschiedenen Textmarkerfarben da irgendwas ausgedruckt, irgendwelche Kalender eingetragen wird, weil die Softwareinfrastruktur nicht da ist. Das sage ich jetzt als junger Arbeitnehmer, es geht gar nicht. Das ist so oldschool für mich. Mich würde es total abschrecken. Conservation of Energy, da können wir einfach Energie sparen, wieder benutzen, energieeffiziente Systeme nutzen und dann Recycling und Waste Disposal. Das heißt, einfach keinen Müll produzieren, beziehungsweise den Müll, das ist jetzt hier ganz gut symbolisiert durch das Orangennetz, das, was wir vermeiden können, vermeiden und das, was wir nutzen, nach Möglichkeit wieder benutzen. Also ist da auch ganz wichtig, die besten Ideen dazu, gerade zum Thema Recycling, die kommen eigentlich von euren Kollegen vor Ort. Es gibt ganz tolle Beispiele, wo dann irgendwelche Kunststoffreste nochmal wiederverwertet werden und da tolle neue Produkte draus entstanden sind. Vielleicht irgendwelche Schwämme und was weiß ich, ne, aus irgendwelchen Schaumstoffresten gibt es tolle Stories. Und das geht nur, weil auf die Mitarbeiter vor Ort gehört wird, weil dort jemand sagt, oh ja, ist doch super. So, das heißt, um das Thema zusammenzufassen. Auf der linken Seite seht ihr das Nachhaltigkeitsdreieck. Ihr habt 3 Bereiche, um Nachhaltigkeit in eurem Unternehmen zu implementieren. Ich fange links unten an. Ihr habt die Social Balance, dann habt ihr Economic Balance und ihr habt Environment. Das sind die 3 Handlungsfelder, in denen ihr ökologisch nachhaltig handeln könnt. Und mit Green HRM sind wir vor allem in der oberen Spitze im Environmental Bereich. Ihr seht, Nachhaltigkeit im Unternehmen wird immer wichtiger. Das erkennt ihr an verschiedensten Indikatoren. Zum Beispiel umweltbezogene Berufsbezeichnungen, Kapitalinvestitionen, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Fonds es gibt, in die ihr auch privat investieren könnt, die das Thema Nachhaltigkeit im Fokus haben.
Auditierungspraktiken und neue Produktdesigns. Ihr seht, dieses Thema Nachhaltigkeit, das hat einen ganz großen Einzug zu eurer Company. Und ihr als HR, ihr seid die Schlüsselfigur, weil ihr seid die Einzigen, die das Thema bei euch wirklich treiben können. Und wenn ihr Argumente braucht, um eure Geschäftsführung zu überzeugen, ihr könnt effizienter handeln, ihr könnt Kosten senken, ihr steigert die Mitarbeiterbindung und ihr verbessert die Produktivität. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das mitnehmt. Es sind harte KPIs, die ihr verbessern könnt, wenn ihr ökologisch handelt. Ich fliege da jetzt mit Blick auf die Uhr ein bisschen drüber, weil das Ganze auch jetzt hier keine Verkaufsshow sein soll, aber ich gebe euch mal einen Einblick darüber, wie kann sowas aussehen, was ihr mit Bosch machen könnt. Das ist jetzt einfach mal so ein digitales, so ein Mitarbeiterportal. Ihr seht, das ist auch kein HTML der 90er Jahre, sondern eine moderne Lösung, wo der Mitarbeiter alles mitmachen kann. Da sieht er seine Überstunden drin, kann er seine Urlaube mit beantragen, sieht seine Kollegen drin und so weiter, Anträge genehmigen. Das heißt, das ist eine ganz smarte Lösung, wo ihr einfach eine ganze Menge Papier mit erschlagen könnt und eine ganze Ecke Mobilität mit etablieren könnt. Gerade jetzt im Hinblick auf das EuGH-Urteil, wo ja immer noch in der Diskussion ist, wie Zeiterfassung im Unternehmen in Deutschland umgesetzt werden muss, ist das auch was, wo ihr euch einfach mit drauf vorbereiten könnt, je nachdem, welche Regelungen dort kommen. Ganze geht per App, ne, über Apps habt ihr auch spannende Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt mit unseren Lösungen zum Beispiel etablieren, dass Mitarbeiter gemeinsam für Fahrgemeinschaften in ihren Schichten eingeplant werden. Die können untereinander tauschen. Ihr habt die Möglichkeiten, auch das ist etwas, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ihr könnt Schichten ausschreiben. Das heißt, wenn ihr irgendwie noch Personalkapazität habt, dann könnt ihr das ausschreiben, dass der Mitarbeiter diese Schicht annehmen kann, der sie gerne bedienen möchte, dem es zeitlich passt. Und das steigert einfach enorm eure Mitarbeiterbindung. Das ist der Bereich jetzt Personaleinsatzplanung, Personalbedarfsermittlung. Und das finde ich super interessant, weil das wird irgendwie, das wird gar nicht so oft in Verbindung gebracht mit dem Thema Nachhaltigkeit. Aber es ist eigentlich super entscheidend, weil wenn ihr jetzt mal daran denkt, die Auftragslagen werden durch Internationalisierung, durch Digitalisierung immer volatiler. Das heißt, ihr habt immer mehr Schwankungen da drin. Wenn ihr jetzt vielleicht mal an eine Schokoladenfabrik denkt, die hat zwei Auftragsspitzen. Die hat eine Auftragsspitze um Ostern. Die Schokohäschen seht ihr schon im Regal. Und die hat noch eine zweite Auftragsspitze. Das ist Weihnachten, wenn die Schoko-Nikoläuse und die Schoko-Weihnachtsmänner verkauft werden. Wenn ich jetzt aber eine starre Personalkapazität habe, also die so waagerecht durchgezogen wird, dann habt ihr das Problem, dass ihr entweder dann, wenn ihr die Mitarbeiter braucht, ihr sie nicht habt und eine Personalunterdeckung habt. Und dann, wenn ihr sie nicht braucht, dann habt ihr zu viele Mitarbeiter, dann habt ihr eine Personalüberdeckung. Das ist beides teuer und geht dann entweder auf Kosten oder auf Qualität. Qualität dann gleichbedeutend mit Kundenzufriedenheit. Das heißt, das müsst ihr ausgleichen, diesen schwankenden Personalbedarf. Und das könnt ihr mit einer Personalbedarfsermittlung machen. Die errechnet dann genau aus Vergangenheitsdaten, aus Bedarfstreibern, wann ihr welche Mitarbeiter wo braucht und was die können müssten. Und dann könnt ihr auf dieser bedarfsorientiert den Personaleinsatz planen. Und das könnt ihr intelligent und effizient gestalten. Und dann habt ihr immer genau so viele Mitarbeiter dort, wie ihr braucht und was die können müssen. Und dadurch, also durch den effizienten Einsatz der Personalressourcen, schafft ihr auch einfach einen enormen Beitrag zur Ökologie und zur Nachhaltigkeit. Das ist eine Verschwendung, also ihr vermeidet Verschwendung damit. Und damit schließe ich mit Blick auf die Uhr ganz gut, glaube ich. Ich sage, schön, dass du dabei bist. Wie gesagt, addet mich bei LinkedIn. Die Ivana hat es auch gerade dort in den Chat gestellt. Da könnt ihr sonst auch gerne direkt auf mein Profil gehen. Ich freue mich super, mit euch in Verbindung zu bleiben. Wenn ihr Fragen habt zum EuGH-Urteil, wenn ihr Fragen habt zur Nachhaltigkeit, Fragen zu Workforce Management oder wenn ihr euch einfach so vernetzen möchtet, weil ihr mich sympathisch fandet, dann feel free. Ich freue mich auf euch. Ich sage danke, dass ihr dabei wart und dann gebe ich zurück ins Hauptstadtstudio.
Ja, vielen Dank, Nico. Das hilft. Vor allen Dingen haben wir viele mit zugeschaltet, die ja gerade auch in dieser Situation stecken, einem gewisse Themen auch anzugehen. Und wenn ich natürlich weiß, was ist der Effekt oder wie sind letzten Endes auch die Ergebnisse, dann gehe ich natürlich viel gezielter an das ein oder andere Thema ran. Ja, wahrscheinlich kennst du auch die Reaktion, wenn Dinge umgestellt wurden. Das heißt, zum einen durch die technologische Erleichternis geht einiges leichter und ja, Kultur verändert sich ja auch. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen aus der Praxis berichten, wie die Reaktionen sind? Ja, es gibt da, das ist eigentlich ganz cool, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch aus dem Change Management, es gibt da so ein fünf Phasen oder vier Phasen, whatever. Im Endeffekt geht es so, also die Mitarbeiter, wenn ihr einen Veränderungsprozess habt, die lehnen das erstmal ab und die Stimmung, die geht erstmal in den Keller und dann wird sie aber danach besser als vorher. Und das kann man sich eigentlich merken, jeder Mitarbeiter, den ihr habt, durchläuft diese Phasen. Auch die Veränderungswilligen, die werden diese Phasen durchlaufen und erstmal in diese Ablehnung reingehen. Das ist ganz normal. Der Unterschied ist nur, jeder braucht unterschiedlich lange, um diese Phasen zu durchlaufen. Also so ein psychologisches Modell, das kommt eigentlich aus der Trauerverarbeitung. Und man leugnet das erstmal, sagt, nein, gibt doch gar keine Veränderung. Und dann resigniert man irgendwann so, ah, scheiße, jetzt ist doch da. Und dann merkt man, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Und das ist immer, wenn man Prozesse umstellt. Und jeder Mitarbeiter läuft es unterschiedlich schnell durch. Das heißt, die einen, die sind da innerhalb von 10 Minuten, sind die diese Phasen durchlaufen und andere brauchen einen Monat. Und das ist einfach wichtig, dass ihr das wisst und die dort abholt, wo sie sind, die Mitarbeiter. Ja, vielleicht können wir an der Stelle auch gleich mal den Stefan und den Jan Urke mit dazu schalten, weil ich gehe da mal von aus. Hallo. Hallo, Herr Urke, Junior und Senior, schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo. Sie haben den Vortrag gerade mitbekommen und haben gehört, wie der Nico aus den Transformationsprozessen auch berichtet hat. Können Sie ihm da Ähnliches zurückspiegeln? Ja, vielen, vielen Dank. Also ich schlage erstmal vor, dass wir hier alle das Du beibehalten und Sehr gerne. insofern denke ich mal, sage ich auch Nico, vielen, vielen Dank für dieses Gerne, Veränderungsverhalten. bitte. Ja. Und was ich direkt dazu sagen möchte, ich habe mir das Stichwort direkt aufgeschrieben. Wir kennen diese Wagenburg und dann das Tal der Tränen und all diese Ja, Veränderungsprozesse. genau. Und schon mal ein Vorgriff auf unseren Vortrag, das passiert nicht nur bei Mitarbeitern. Das geht auch im C-Level so. Also insofern müssen wir uns das auch mal bewusst machen. Das ist ein menschliches Verhalten. Also vielen, vielen Dank für die Vorlage, Nico. Ja, ein Traum. Dann ergänzen wir uns ja musterbeispielhaft. Ja, vielleicht haben wir auch noch die Möglichkeit, das gleich so ein bisschen fortzuführen. Ich weiß nicht, Nico, wir hatten ja noch gar nicht drüber gesprochen, aber so mal alle, die auch dabei sind, um circa 11:45 wollen wir dann noch in eine Podiumsdiskussion einsteigen. Dann können wir das Ganze so ein bisschen vertiefen. Bin ich dabei, schaffe ich. Sehr schön. Dann sage ich mal bis gleich und dann möchte ich. Ich sag mal, das Team Urke, Viel möchte ich Spaß Sie für den Call. beiden, genau, Sie sind Dankeschön. beide Coach für Nachhaltigkeit und ich glaube auch von zwei ganz unterschiedlichen Standpunkten jetzt zugeschaltet. Und ja, ganz besonders toll, wenn man auch die eigene Profession, wenn man die nachhaltig in der Familie weitergeben kann. Genau, wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt eine Schaltung auch nach Norwegen. Genau. Genau. Schöne Grüße aus Grimstad in Südnorwegen. Genau. Ja, ich würde auch Ihnen da den vollen Zeitraum jetzt erstmal lassen und weiß, dass wir da ganz gut anknüpfen an das Thema von Nico. Und ich würde mal fleißig Fragen auch einsammeln, so dass wir auf der einen Seite dann nach Ihrem Vortrag dann noch nach eurem Vortrag dann die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen
Und ja, ich freue mich drauf. Legt mal los. Ja, danke schön. Gut, dann darf ich direkt an Ivana weitergeben, weil wir beginnen mit einem kleinen Video, was wir vorab zeigen. Geht auch ganz schnell. Keine Minute dauert das. Ivana, darf ich dich? Ja. Genau, ich bin dabei. Eine Sekunde. Video wird gestartet. Vielen Dank, Stefan. Willst du dich kurz vorstellen oder du bist wieder auf stumm wahrscheinlich? Also wir sind Stefan Urke und Jan Urke, aber am Ende wollen wir uns dann noch ein wenig genauer vorstellen. Wir wollen dann erstmal sozusagen in den inhaltlichen Teil übergehen und darf wieder Ivana bitten. Wir haben eine kleine Umfrage vorbereitet und zwar kennt ihr schon Ecosia? Jetzt muss ich sagen, kennt ihr schon Ecosia vielleicht heute Morgen um 9, weil Fritz Lietsch hat das ja dankenswerterweise auch schon vorgestellt. Also kanntet ihr heute Morgen schon Ecosia? Vielleicht nutzt ihr es schon im Unternehmen, privat im Einsatz, schon mal gehört oder nein, eben beziehungsweise bei Fritz Lietsch dann zum ersten Mal gehört? Ja, die Umfrage ist gestartet, lieber Jan. Und ich warte dann noch einen Moment ab, bis dann alle abgestimmt haben. Schaue mal gleichzeitig, ob der Stefan sich auch schon freigeschaltet hat. Stefan, einfach nur im Bedienpanel auf dein, das jetzt wahrscheinlich rot ist, Sprachsymbol, das einfach auf grün schalten. Und dann bist du dann auch gleich wieder stimmlich zu hören. Genau, also wir hören dich noch nicht, nur zur Info. Und das Voting beende ich jetzt. Vielen Dank, ja, liebe Teilnehmer. Und dann schauen wir mal, wer alles schon was von Ecosia gehört hat, ob schon jetzt oder erst jetzt oder schon heute Morgen. Genau, ich bin sehr gespannt. Mal überraschen, genau. Stefan, also Stummschaltung ist immer noch nicht aktiv, nur zur Info. Ja, der kann ruhig erstmal stumm bleiben. Okay. Oh, okay. Super. Ich sehe, 12% nutzen das bereits im Unternehmen. Das ist natürlich großartig, auch 27%, also ein Viertel haben es schon im Einsatz und rund ein Drittel, sag ich mal, noch gar nicht gehört. Okay. Ecosia, wie gesagt, werden wir uns gleich dann nochmal im Genauen anschauen. Und ich darf jetzt meine Bildschirmfreigabe einmal starten. Ecosia, Fritz Lietsch hat es schon gesagt, ist eine Suchmaschine, die sich gegründet hat, um Bäume zu pflanzen. Also deren KPI, wenn man so will, ist es, nicht Geld zu erwirtschaften, sondern Bäume zu pflanzen. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Besonderes. Und in unserer Wirtschaftswelt kann man sich das kaum vorstellen, wie das sich so gewandelt hat. Und man kann sich vorstellen, dass die Mitarbeiter, die bei Ecosia sind, die brauchen keine Prämienprogramme oder Motivationsprogramme. Die sind von sich aus hoch motiviert bei der Arbeit. Und das sind natürlich alles extrem relevante HR-Themen, die wir hier haben. Und nun ist es so, dass viele ja sich auf den Weg machen wollen von A nach B, weil sie sagen, okay, ich will auch nachhaltig werden, wir müssen etwas tun. Wir haben gerade schon gehört, gerade der Klimawandel, aber auch andere Themen wie das sechste große Artensterben, in dem wir gerade sind. Wir müssen wirklich etwas tun. Und wie können wir nach B? Und neben diesem Trend, der neben der Digitalisierung da ist, springen natürlich jetzt viele auf und sagen sehr pragmatisch in einem, ich sag mal, altem Denken,
dass wir was tun. Was kann das sein? Zum Beispiel, natürlich, wir reduzieren CO2, wir sparen Energie oder wir müssen unsere Recyclingquote erhöhen. Weniger Plastikpackungen nutzen. Ne? Wir kennen die Bilder von den Plastikvermüllungen in den Meeren. Wir machen einen Nachhaltigkeitsbericht, für manche ja auch Pflicht. Auch im Recruiting, die soziale und ökologische Ausrichtung unseres Unternehmens wollen wir hervorheben, wollen wir betonen, um eben auch die jungen Generationen auch an uns zu binden. Wir haben das gehört, dass es ein etwas ist, das zieht auch wirklich. In der Kantine haben wir jetzt auch vegan oder das Leasing von Elektrofahrrädern wird gefördert. Das sind alles super, super Dinge und ich möchte niemanden hindern, das zu tun, unbedingt auch machen. Aber unsere Auffassung, das springt zu kurz. Und da werden wir nicht wirklich zu echter Nachhaltigkeit kommen, was wir hier am Ende sehen. Am Ende ist es vielleicht auch, dass wir nur etwas weniger schlecht sind und nicht wirklich etwas Positives nach außen bringen. Es bleibt bei vergangenheitsorientierten Korrekturen. Ansonsten ist es eigentlich ein Weiter wie bisher. Und wenn es drauf ankommt, dann ist es nicht weit her mit der Nachhaltigkeit. Und da möchte euch jetzt der Stefan kurz etwas zu sagen. Und da beende ich kurz wieder meine Bildschirmübertragung. Ja, vielen Dank, lieber Jan. Ja, inzwischen bin ich auch nicht mehr stumm. Das war eine kleine technische Herausforderung, die Stummschaltung da wieder aufzuheben, aber das ist gelungen. Und wir hatten begonnen mit einer kleinen Geschichte über Ecosia. Und ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Und die gibt es nicht als Video, aus guten Gründen. Ein Bekannter von mir, ziemlich hoher Manager in einem Kundenunternehmen, so um die 15.000 Mann Laden, 200 im Vorstand, den hatte ich neulich angesprochen und habe gesagt, klasse, euer neuer CEO ist ja jetzt auch ganz dabei, das Unternehmen auf grün zu drehen und hier was zu tun und es wird ja auch Zeit bei euch. Und die Antwort war, ja, wir sind jetzt total öko, auch in der Kundenzeitschrift alles öko und jeder von uns ist angehalten, hier auch entsprechende Initiativen und Programme zu zeigen, etc. Aber glaub mir, Stefan, wenn unsere Profitmarge unter 10% fällt, dann kommen die alten Reflexe wieder. Cost Freeze, Travel Freeze, etc. Also alles wieder dem ökonomischen Ziel untergesetzt. Und glaubst du, dass irgendjemand von uns in dieser Zeit so richtig die Budgeterreichung der Umwelt opfert? Und das war dann für mich auch so mal eine bezeichnende Erfahrung. Frage, wie ist es denn bei euch? Kommt das bekannt vor? Ist das eventuell ein Verhaltensmuster, das nach wie vor da in den Unternehmen ist? Klar sind wir öko und grün, aber genau so lange, bis wir nicht ökonomisch in irgendeiner Form auch, wie auch immer, eine Einschränkung haben. So, und das ist genau so ein Thema. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Ich bin heute der große Geschichtenerzähler. Das zitiere ich mal und muss das mal ein bisschen ablesen. Und zwar geht es darum, der Jakob von Uexküll kennen vielleicht manche als Gründer des Alternativen Nobelpreises. Der Jakob von Uexküll, da wurde mal in einem Interview befragt eben zu diesem Thema, dieses tief drinnen, die ökologische und ethische Ausrichtung. Und er hat da Folgendes zu gesagt. Ich erinnere mich, es gab ein Beispiel aus Deutschland von einem Unternehmen, das unter anderem Killer-Shampoo herstellt. Eine Zeitschrift hatte herausgefunden, dass eine schädliche Chemikalie im Produkt enthalten war. Und am nächsten Tag hatte die Firma verkündet, Achtung, dass sie dieses Shampoo selbstverständlich aus dem Verkehr zieht. Hat sofort um Entschuldigung gebeten und wurde dann gefragt. War das Ihre erste Reaktion? Und dieser Unternehmer sagte, natürlich nicht. Meine erste Reaktion war, wir holen unsere Anwälte, wir machen eine Gegenerklärung und stoppen die Veröffentlichung. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Meine 10-jährige Tochter schaut mich an und sagt, du Schwein. Und da habe ich verstanden, dass ich so nicht weitermachen konnte. Ende des Zitats aus diesem Interview. Also, das ist hier diese 10-jährige Tochter, die da einen Impuls gegeben hat. Die Frage ist, was haben jetzt Ecosia, dieser Manager in meinem Unternehmen und
dieser Unternehmer aus dem Interview von Jakob von Uexküll denn gemeinsam? Nun, es geht hier, und da bitte ich den Jan wieder um Einblendung von unserer Folie, es geht hier ganz eindeutig darum, dass wir es mit Überzeugungen zu tun haben, mit Glaubenssätzen. Worum geht es denn? Es geht auch um Status, Statusverlust möglicherweise. Übrigens auch um Status quo. Denn Nico war ja so nett, hat das Thema Veränderung schon angesprochen. Veränderung macht Angst. Und insofern gibt es dann auch diese Verhaltensmuster. Es läuft doch, wir sind doch erfolgreich. Die anderen und unsere Anteilnehmer, wir sind doch börsennotiert. Oder unsere Kunden, die zahlen ja nicht dafür. Stimmt übrigens tatsächlich. Also all diese tiefliegenden Überzeugungen spielen eine maßgebliche Rolle, dass ein Wandel nicht wirklich passiert, dass da eine Bremse ist. Und die Bremse wirkt genau dann, wenn wir an diese ökonomischen Wände laufen, wenn der Börsenkurs vielleicht mal nach unten sackt oder wenn der eine oder andere Kunde das nicht mehr zu zahlen bereit ist. Nun, es gibt eine interessante Studie, ausgelöst durch den Versuch von Lidl, mal den wahren Preis für Fleisch zu bezahlen und diesen Euro, den sie da zusätzlich den Bauern geben wollten, das haben sie wieder kassiert. Und daraufhin hat ein Professor eine Studie gemacht und hat festgestellt, dass von all den Menschen, die sagen, klar, allemal bin ich ökologisch und möchte mehr bezahlen, genau 16%, Riesenstudie, 15.000 Untersuchungen, 16% tatsächlich das bezahlen. Also ja, Lippenbekenntnis, ja, an der Kasse wird anders entschieden. Damit müssen wir aber umgehen. Das kann ja kein Hinderungsgrund sein. Aber auch das sind Dinge, die sind da tief drinnen. Wir trauen uns nicht so recht und wir bremsen uns selber mit dem Green Mindset. Und das ist das, was Jan gerade sagte. Es springt zu kurz. Wenn wir CO2 so lange reduzieren, jetzt kostet es ja auch noch Geld, so lange reduzieren, bis wir so halbwegs klimaneutral sind oder ein bisschen Recyclingquote oder ein bisschen weniger Verpackung. Ein anderer Kunde von mir ist unheimlich stolz darauf, dass er jetzt 80% weniger Verpackung, weniger Plastik in die Welt bläst. Es ist immer noch Plastik. So, also insofern, da müssen wir wirklich überlegen, wo müssen wir ansetzen? Und da bitte ich den Jan, die nächste Folie einzublenden. Genau, sehr, sehr gut. Dankeschön. Nämlich, dass wir uns bewusst sind, dass der Weg von A nach B, von dem traditionellen Unternehmen zum nachhaltigen Unternehmen, zum wirklichen nachhaltigen Unternehmen, natürlich über der Wasserlinie unseres Eisbergs läuft, aber vor allen Dingen erst einmal unten ansetzen muss, bei den Überzeugungen, bei dem eigenen Wollen. Das heißt, wir brauchen einen Wandel in den Köpfen. Wir brauchen ein Green Mindset. So ist das ja auch überschrieben. Und diesen Green Mindset, den müssen wir nicht aufoktroyieren. Der ist ja, Fritz hat es vorhin auch gesagt, irgendwo in uns drin. Wir fühlen es, wir spüren es und legen es ab, wenn wir Funktionsträger in einem Unternehmen sind. Wir müssen uns wieder zulassen, wir selbst zu sein und unsere ethische Verantwortung für das System, für die Gesellschaft, für den Planeten auch tatsächlich zu leben. So, und das ist ein Prozess und den müssen wir begleiten. Und dann kann auch ein Wandel geschehen. Jetzt muss ich mal auf meine Liste gucken, wo ich jetzt hier bin. Ja, genau. Warum muss ich gucken, weil mein Part zu Ende ist? Denn der Jan wollte nämlich jetzt wieder weiter was erzählen. Also ich bin beim Green Mindset, beim wirklichen Wollen und bei der ethischen Verantwortung, die irgendwo in uns drin liegt. Dankeschön. Jan, jetzt du wieder. Gerne. Dazu auch ein Beispiel, um mal zu schauen, was heißt denn so ein Mindset-Wandel? Ich meine, es sind ja schon irgendwie alle, wir haben es gehört, an den Stammtischen wird schon über Nachhaltigkeit geredet. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel von einem Unternehmen, das wirklich sehr nachhaltig ist. Es gibt kaum ein Unternehmen in Deutschland, das ich kenne, das so nachhaltig ist, nämlich die GLS Bank. Kennen wahrscheinlich die meisten oder alle von euch die GLS Bank. Und Thomas Jorberg hat vor einigen Tagen dazu etwas sehr Interessantes gesagt. Thomas Jorberg ist der Vorstandssprecher dieser Bank. Und er sagte, ja, jahrelang haben wir eigentlich immer geschaut, hey, wir sind die tolle nachhaltige Bank. Schau mal, wie viel nachhaltiger wir gegenüber den anderen traditionellen Banken an der Stelle sind. Also diese Diskrepanz aufgezeigt, geschaut, wie viel nachhaltiger die GLS Bank Jahr für Jahr wird. Aber, und dann sagte er, bei uns ist auch was passiert. Und eigentlich sind die traditionellen Banken nicht der Maßstab. Die sind nicht der Maßstab. Der eigentliche Maßstab
sind die sozialen und ökologischen Herausforderungen in unserer Welt. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Klimawandel. Tun wir als GLS-Bank eigentlich genug, damit der Klimawandel auf einem ertragbaren Niveau, sage ich mal, bleiben kann, von zum Beispiel unter 1,5 Grad Ziel. Das muss der eigentliche Maßstab sein und nicht, ob wir irgendwie besser sind als andere traditionelle Banken. Und da sieht man schon, da ist ein anderes Denken dahinter. Und ich kann jetzt noch weitere Beispiele nennen. Ecosia hatten wir schon als Beispiel, aber auch HIP, ein eher traditionelleres Unternehmen, sagt, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass alle in unserer Branche einen höheren ökologischen Standard und sozialen Standard folgen und nicht der niedrigere Standard. Oder auch Werner und Merz, auch ein Unternehmen, was eher aus der, ich sag mal, traditionellen Ecke kommt, anders wie jetzt Ecosia, die sich als Startup genau deswegen gegründet haben, das aus der traditionellen Ecke kommt und in einem Bereich agieren, der eigentlich Low Interest für Kunden ist, nämlich Putzmittel. Da schaut man, wie ist die Putzkraft und wie ist der Preis. Aber die haben mit der Marke Frosch etwas etabliert, wo wahrscheinlich vorher alle gesagt haben, das geht doch gar nicht, mit dieser Ausrichtung eigentlich ökologisches Putzmittel. Und das hat heute wirklich eine Zugkraft, die ist atemberaubend. Oder auch Patagonia, die Outdoor-Marke neben VD, eine sehr, sehr nachhaltige Outdoor-Marke, die gesagt, wir wollen wirtschaftlich nicht mehr wachsen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja schön und gut und die sind groß und wir wollen aber nicht in Schönheit sterben. Mittlerweile ist es aber auch so, dass die Verbraucher eben auch, und hier mal eine Studie vom 4. Februar dieses Jahres sogar, dass 89% der Deutschen sich mehr wünschen würden, dass mehr Nachhaltigkeit in den Unternehmen herrscht. Und eine andere von 2017 möchte ich hier noch zeigen, von der Boston Consulting Group. Große Studie, wo es darum geht, wenn die ganzen, ich sag mal, die Great Acceleration mich nicht genug überzeugt, dass wir was tun müssen, sondern ich auf die ökonomischen Seite schaue, dass ich irgendwie übernehmen kann, dann sagt die, ich lese es hier auf der rechten Seite mal vor, was so eine Quintessenz daraus ist: Unternehmen, die Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Unternehmensstrategie integriert haben, schnitten im direkten Vergleich der wirtschaftlichen Leistung besser ab als die Konkurrenz. Und das ist auch nochmal ein Beleg dafür, Nachhaltigkeit ist nicht unbedingt ein Kostenfaktor, was viele im Kopf haben. Ja, Nachhaltigkeit kann ich mir leisten, wenn es mir wirtschaftlich gut geht, aber wenn nicht, dann muss ich irgendwie auf andere Dinge gucken. Das muss nicht so sein. Ich kann Nachhaltigkeit wirklich in das Geschäftsziel, in den Geschäftszweck reinsetzen und auch mit der nachwachsenden Generation, Generation Z, wird sowieso auch noch eine Käuferschicht nachkommen, die dann noch extremer drauf gucken wird. Wir selber haben auch eine kleine Studie, Studie will ich es nicht nennen, eher eine Umfrage gemacht, wie es denn in Unternehmen aussieht. Die Umfrage ging vor allem an Unternehmensinhaber und HR-Verantwortliche. Hier ein Auszug mal einer Statistik, nämlich wie sieht es eigentlich aus mit der nachhaltigen Führung, vor allem auch systemisches Denken hier als Stichwort, Themenrelevanz. Auf der linken Seite, ja, ganz, ganz hoch, also höchst relevant oder relevant waren die meisten Antworten. Aber das eingeschätzte Know-how, also das, was wirklich da ist, ist noch, ich sag mal, ausbaufähig. Das ist hier der höchste Wert. Und das zeigt uns, dass wir doch noch einiges zu tun haben. Und ich glaube, vor allem auch in der zweiten und dritten Führungsebene gibt es noch viele, Stefan hat es gesagt, das, was unter der Wasseroberfläche ist, noch viele Bedürfnisse, Ängste, Zwänge, die uns daran hindern, wirklich nachhaltig nach vorne zu gehen. Ich wollte uns noch vorstellen, hier sieht man Urke, Jan und Stefan Urke, Stefan ja aus Norwegen zugeschaltet, ist jetzt an der norwegischen Westküste, da kommen wir her. Aber was uns ausmacht, wir sind Coaches für eine nachhaltige Wirtschaft. Wir gehen vor allem in das Thema Mindset und Kultur, Unternehmenskultur rein und versuchen da möglichst viel bewegen. Und Ecosia hat jetzt den KPI, möglichst viele Bäume zu pflanzen. Unser KPI ist es letztlich, möglichst viele Menschen erreichen, wirklich nachhaltig zu denken, zu arbeiten. Es gibt ja auch eine Diskrepanz zwischen privat, ich bin privat total nachhaltig, gehe ins Unternehmen und dann habe ich das Gefühl, naja, der Hase läuft hier anders und hier sind andere Themen im Vordergrund. Fritz hat ja auch von Liebe gesprochen. Auch das können wir übertragen ins Unternehmen und ich glaube, dann geht es uns allen besser. Hier noch unsere Kontaktdaten, könnt ihr gerne schon mal mit aufschreiben. Aber ja, bevor ich weitergehe,
Darf ich erstmal an Stefan wieder zurück übergeben. Ja, vielen, vielen Dank, Jan, für die Ausführungen und auch die Untermauerung mit Statistiken. Wir haben ja vorhin noch mehr Statistiken und Daten gesehen und ich glaube, so rational Neokortex, da ist schon alles vorhanden. Und worüber wir ja sprechen, sind vor allen Dingen auch die emotionalen Bereiche, die Soft Skills, der Glaube auch daran, dass es funktionieren kann. Und auch danke für die vielen guten Beispiele. Auch das ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig. Die Frage ist ja, wo lässt sich von Seiten HR da ansetzen? Der Nico hat schon dieses Screen HR-Manifest gezeigt. Arne hat vorhin schon mal einige Folien über HR im Green gezeigt und wie das Ganze funktionieren kann. Wir möchten von unserer Seite auch nochmal ganz, ganz konkret werden und die Frage stellen, was eigentlich können wir tun, um diesen Wandel zu begleiten, und zwar den Wandel auch in den Köpfen und Herzen. Das ist zunächst einmal, und das wurde vorhin schon, glaube ich, bei dem HR Green Manifest auch schon gesagt, es fängt an ganz vorne, nämlich welche Stellenbesetzung habe ich denn? Wen stelle ich denn auf eine Position ein? Insbesondere natürlich bei den Entscheidern, bei den Führungskräften. Und viele haben vielleicht Assessment Center für externe Besetzung oder sogenannte Development Center für interne Führungsbesetzung oder nutzen Persönlichkeitsanalysen und Ähnliches. Und genau da kann man schon mal ansetzen. Wen suchen wir denn aus? Traditionell die Menschen, die mit einem hohen ökonomischen Antrieb und für Führungspositionen mit entsprechendem Machtanspruch dort hineingehen. Das ist auch gut und wichtig. Wir müssen es nur ergänzen, um die Werte, um die Driving Forces, dass wir eben auch ethische Verantwortung übernehmen wollen und solche Eigenschaften auch dann abprüfen. Wir arbeiten mit Insights MDI da, worüber Verhalten auf der einen Seite und Driving Forces auf der anderen Seite dann tatsächlich auch zeigen, aufzeigen und damit Unterstützung geben, die richtigen Führer von morgen, Nachwuchskräfte von morgen dort auch zu haben. Punkt 1. Punkt 2. Woher weiß ich denn, wie green mein Mindset im Unternehmen schon ist, wie grün meine Kultur denn ist? Nun, was sich nicht messen lässt, lässt sich nicht managen, sagte Peter Drucker. Und noch ein Zitat von Peter Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast. Was machen wir daraus? Eine Messung der Kultur. Wir arbeiten zusammen mit Quantified Company. Das ist ein innovatives, auf künstlicher Intelligenz basierendes System, einer offenen Bottom-up-Befragung und mit Deep White zusammen. Die sind Innovator, haben mit Uni St. Gallen zusammen eine Nachhaltigkeitskulturmessung etabliert. So, dann habe ich eine Basis. Dann kann ich sagen, wo sind wir, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Das ist das, was ich auch als konkrete Empfehlung geben kann. Das nächste. Nachhaltigkeitscheck. Der Fritz Lietsch hatte vorhin Baum auf der Liste, beispielsweise eine Nachhaltigkeitscheck und Wesentlichkeitsmatrix zu erarbeiten. Und insbesondere für KMU kann man dort den Check-in wunderbar einsetzen. Es gibt noch viele andere tolle Systeme. Der Check-in setzt auf den Sustainable Development Goals. Sie wurden noch gar nicht erwähnt, deshalb zeige ich sie hier mal. Und zeigt, wo steht denn mein Unternehmen in Bezug auf die verschiedenen SDGs und was ist auch relevant für mein Unternehmen, und zwar aus Unternehmensperspektive, aber auch aus Stakeholderperspektive. Also insofern auch da ein griffiger Ansatz, um zu sehen, wo müssen wir uns entwickeln. Als Konsequenz daraus logischerweise dann auch Programme zu machen. Wo brauche ich Trainings, wo brauche ich Beratung, wo brauche ich vielleicht auch ein Coaching für die Führungskräfte als dauerhafte Begleitung, um den Wandel zu gestalten und hier insbesondere auch natürlich in dem Bereich der Innovation und Produktentwicklung. Denn 80% dessen, was Sie als Unternehmen verantworten an Nachhaltigkeitsimpact, positiv wie negativ, wird beim Produktdesign, bei dem Design meiner Leistung bestimmt. Das heißt, wenn ich in die Zukunft schaue, und damit sind wir auch schon ein bisschen bei der Transformation, da muss ich da anfangen, was in die Zukunft wirkt und wie ich heute meine Leistung von morgen entwickle. Und da bin ich bei diesem Thema Zukunft, denn das ist das A und O, dass wir dieses B auf unserer Folie, diese nachhaltige Unternehmen, dass wir die denken, dass wir die zulassen, dass wir die auch anstreben. Und da bin ich wieder zurück bei den Glaubenssätzen. Und das ist der letzte Punkt bei meinen Empfehlungen, nämlich bei der
Top-Führung bei den Geschäftsführern, dem Inhaber, den Aktionären, den Anteilseignern, aber auch dem Senior-Management-Team, nennen Sie es, wie Sie wollen, anzusetzen und zu sagen, dort muss auch ein Loslassen geschehen. Dann muss erstmal ein Reflektieren geschehen und ein Umdenken passieren. Wir hatten vorhin dieses schlagartige Umdenken bei dem Unternehmer mit dem Killer-Shampoo gesehen. Meistens ist es ein Sickerprozess. Man hat immer so Impulse etc. Aber dann beherzt und selbstbestimmt die Zukunft gestalten. Das ist eigentlich das, worum es geht. Wir bieten dafür sogenannte U-Camps an. Das hat einmal mit unserem Namen zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass die zugrunde liegende Theorie, die Theory U von Otto Scharmer ist, nämlich herzugehen, Open Mind, Open Heart, Open Will, zu reflektieren, loszulassen, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, die eigenen Ängste, Zwänge zu sehen, um dann daraus zu sagen, okay, und wie wollen wir in Zukunft die Welt gestalten als Unternehmer? Also insofern dieser Prozess durch das U durchzugehen und dann wieder die bestmögliche Zukunft für sich und sein Unternehmen zu erreichen. Das ist der Prozess und da beginnt es. Und wenn diese Kraft der Vision, einer nachhaltigen Vision, oben angekommen ist, dann ist alles möglich. Und ich freue mich über das Beispiel, was der Fritz Nietzsche gebracht hat mit Elon Musk, weil das auch immer von mir sehr, sehr gerne genommen wird. Der inzwischen das wertvollste Unternehmen der Automobilindustrie stellt mit Tesla und komplett revolutioniert hat. Warum? Weil er eine Vision hatte, weil er sagte, es funktioniert, ich will es, ich glaube daran. Und genau diesen Glauben, den brauchen wir als Unternehmer. Wir brauchen den Glauben an die grüne, an die bessere, an die nachhaltige Zukunft. Und alles andere folgt danach. Und dann werden wir auch CO2-positiv und recyceln und kriegen eine Circular Economy hin, dann gibt es kein Halten mehr. Jan hatte vorhin den Ecosia vorgestellt und ich möchte auch enden mit Ecosia, nämlich zu sagen, diese Vision in einem Markt, der von Google beherrscht wird, und dahin zu gehen, das schafft natürlich eine wahnsinnige Motivation. Das ist der Sinn. Und wenn man so hinter so etwas vereinigt ist, dann braucht man keine Motivationsprogramme. Dann funktioniert das fast von selbst. So, also ich habe eben aufgezeigt, was kann man alles tun, vom Recruiting über Training, Kulturanalyse, U-Camp für Führungskräfte. Und das, was alle sofort tun können, worum ich euch bitte, ist, stellt auf Ecosia um und pflanzt mit jeder einzelnen Suche, die ihr dort eingebt, einen Baum. Damit tun wir alle was aus dieser Veranstaltung. Herzlichen Dank und bis gleich in der Podiumsdiskussion. Oder vielleicht gibt es jetzt noch Fragen. Ja. Ich weiß nicht, Thomas. Genau. Ja, erstmal vielen Dank. Das war eine tolle, ein toller Einblick und auch gute Erfahrungswerte, wo jeder, der mit angeschlossen ist, arbeiten kann. Ich würde mal oder kurz darauf hinweisen, das Video ist teilweise nicht bei jedem komplett gesehen geworden. Also da haben wir das Ganze nochmal mit dem Link hinterlegt. Also das heißt, derjenige, der es noch nicht komplett gesehen hat, der kann das natürlich im Nachgang dann sehen. Ja, es kam eine Frage rein, kurzfristig, deswegen lese ich sie hier mal ab. Hat Nachhaltigkeit für euch den ausschließlichen Bezug zur Ökologie oder geht es für euch über die Ökologie hinaus? Ich darf da direkt mal antworten, am besten auch mit einer Bildschirmpräsentation, weil das zeige ich jetzt nochmal am Ende, was ich hier mit drin habe. Etwas weiter ausgeholt. Früher hatten wir ein Wirtschaftsmodell, das eigentlich das Shareholder Value war. Das heißt, wir haben für die Shareholder gewirtschaftet. Gesellschaft und Umwelt waren Ressourcen, man sagt ja auch Human Resources, also menschliche Ressourcen für das Wirtschaften. Jetzt, das ist eine Grafik, die wir heute auch schon gesehen haben. Man versucht jetzt im Stakeholder Value irgendwie Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zusammenzubringen. Ihr merkt schon, neben der Umwelt habe ich hier auch noch die Gesellschaft und eben die Wirtschaft. Und das sind eigentlich diese drei Säulen, die wir kennen, People, Planet, Profit zum Beispiel. Und eigentlich geht Nachhaltigkeit hier, es geht um die Langfristigkeit und die verschiedenen Zusammenhänge. Und wenn ich das Ganze noch wirklich systemisch betrachte, ist auch dieses Bild eigentlich zu kurz gesprungen. Da kommen wir nämlich zum System Value. Wenn wir ehrlich sind, ist die Wirtschaft ein Produkt der Gesellschaft. Also die Wirtschaft hilft der Gesellschaft.
Und die Gesellschaft wiederum ist integraler Bestandteil von unserer Umwelt außenrum. Und das ist eigentlich dieses Bild, von dem wir ausgehen, dem wir folgen, dieses System Value. Also wir wirtschaften für die Gesellschaft und für die Umwelt. Und natürlich haben soziale Aspekte da einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Stefan hat die SDGs im Hintergrund angesprochen. Da sind ganz viele soziale Aspekte mit drin. Aber auch wenn wir uns anschauen, wofür wir eigentlich wirtschaften, zum Beispiel auch für Glück, für eine positive Gesellschaft, da muss das einfach dazugehören. Stefan, möchtest du ergänzen, oder? Ja, ich habe die SDGs bewusst mal eingeblendet. Die ersten SDGs sind keine Armut, kein Hunger, Gesundheit, Bildung etc. Ich habe es da hinten drin. Die Sustainable Development Goals sind auch für eine Sustainable Entwicklung eine nachhaltige Entwicklung der sozialen Systeme der Gesellschaft da. Und selbstverständlich geht das Hand in Hand. Und insofern ist, wie Arno Priest das vorhin auch gesagt hat, the People, Planet, Profit in meinem Einklang zu sehen. Es geht auch nicht nur um eine ökologische Nachhaltigkeit, es geht eben auch um eine ökonomische Nachhaltigkeit, stabile, resiliente, gesunde, nachhaltige Unternehmen. Nur die können den Wandel mitgestalten. Also insofern, das drei gehört unbedingt zusammen. Mhm. Genau, also vielleicht auch nochmal eine interessante Anmerkung, die auch auf dem Vortrag kommt, das Phänomen Öko und Grün nur so lange wie die Rendite nicht unter 10% fällt, ist genauso praxisrelevant wie das Phänomen Personalentwicklung. So lange, bis die nächste Krise kommt, so ganz sind die Hebel der Kapitalmärkte noch nicht außer Kraft gesetzt, aber auch diese Märkte verändern sich. Das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen den Mindset dann wieder. Okay. Ja, ich sehe, wir haben weitere Themen, die wir jetzt mit rübernehmen, gleich in die Podiumsdiskussion. Da würde es mich freuen, wenn Sie beide die Zeit fest mit einplanen, denn dann haben wir eine tolle Expertenrunde. Vorab, würde ich sagen, machen wir nochmal Film ab, denn der Klaus Nienhaber, der momentan in anderen Gefilden weltweit unterwegs ist, hat uns ein Video mit dazu gespielt. Und von daher, Ivana, wär's klasse, wenn du das mal mit einblenden kannst. Ja, das Video kommt in wenigen Sekunden. Ja, mein Name ist Tjalf Nienhaber, eines der Mitgründer von HM Green. Herzlich willkommen. Leider kann ich jetzt nicht persönlich bei Ihnen sein, weil ich seit einiger Zeit berufsbedingt im Ausland bin. Aber da sind wir eigentlich schon gleich beim Thema. Das spielt heutzutage ja auch gar keine Rolle mehr, wo man ist, weil man sich halt von jedem Platz der Welt unkomplizierterweise dazuschalten kann. Offen gesagt hätte ich mir gerne einen anderen Anlass gewünscht als Corona. Corona hat dafür gesorgt, dass wir im Grunde genommen jetzt durch die Zwangsdigitalisierung auf all das glücklicherweise verzichten, was vorher selbstverständlich war, nämlich auf Reisen mit Flugzeugen, Autos und noch anderen Fortbewegungsmitteln. Das hat sich jetzt glücklicherweise stark reduziert auf das Wesentliche. Und ich bin gespannt, was nach Corona so passieren wird. Ja, weswegen mich das Thema HM Green persönlich so berührt, ist natürlich auch mit Blick auf meine Vergangenheit. Ich habe seinerzeit JobScout24 mitgegründet und das haben wir aus einem guten Grund gemacht, auch und vor allem, ohne dass wir es damals ganz genau wussten, was wir damit eigentlich bewegen. Aber ich hatte da schon seinerzeit gefühlt, es kann nicht sein, dass wir hier Tausende von Tonnen Papier produzieren, um einfach ein Content fortzubewegen. Wir sind ja, wie ein Vorstand sagte, ja keine Holzhandlung, sondern ein Content-Vermittler. Und da bietet sich natürlich die digitale Art und Weise an. Und das hat sich dann fortgesetzt bei mir, indem ich dann Webkonferenzen schon vor 10 Jahren, meine erste Webkonferenz mit Bordmittel, wie man so schön sagt, aufgesetzt habe. Auch aus dem Hintergrund heraus, dass ich es schon seinerzeit für nicht notwendig gehalten habe, wegen Content große Reisen auf sich zu nehmen. Und ja, ich musste natürlich das mit großem Erstaunen immer zur Kenntnis nehmen, wenn die Politiker zu Klimakonferenzen weltweit hin und her geflogen sind und im Grunde auch dann nichts erreicht haben.
Aber die Frage ist natürlich jetzt, was können wir Personaler erreichen und warum wir Personaler? Ja, warum nicht wir? Sage ich auch andersrum. Natürlich können das auch andere machen, aber wenn nicht wir, wer dann? Weil Personaler waren schon immer die Vorreiter, wenn es darum ging, Digitalität ins Unternehmen voranzubringen. Und HM Green ist eben halt auch sehr viel digital, aber hier geht es ja auch um eine Geisteshaltung. Und glücklicherweise haben wir eine neue Generation, die mit dieser Geisteshaltung völlig konform geht. Es wird sehr stark nachgefragt, noch viel mehr nachgefragt werden, wie klimabewusst, wie umweltbewusst, wie ökologisch nachhaltig ein Unternehmen agiert. Nicht nur Geld und Karriere sind die Themen, die die jungen Leute tangieren, sondern eben auch, in welchem Umfeld arbeite ich denn dort. Und dieses Umfeld, das ist eben halt Aufgabe eines Personalers, zumindest versuchen, dieses herzustellen. Das ist natürlich nur mit dem Schulterschluss der Fachabteilung möglich und natürlich aber auch und im Besonderen mit der Geschäftsleitung, die davon zu überzeugen. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss man, weil wir keinen Planet B haben, da gar nicht großartig Überzeugungsarbeit leisten. Mittlerweile ist das, glaube ich, in den Köpfen angekommen, dass wir uns hier auf einem Planeten befinden, für den wir etwas tun müssen. Und das wird allerhöchste Eisenbahn. Und das fängt mit ganz einfachen Dingen an. Das ist ja so ein bisschen mein Thema heute, Ihnen so 2, 3 Ökotipps mit auf den Weg zu geben. Das sind so ganz einfache Dinge. Wenn Sie einfach mal links und rechts in Ihr Office umschauen und vielleicht mit Plastikbechern, das ist durchaus etwas, was ich immer wieder erlebe bei Konferenzen seinerzeit. Das sind natürlich Dinge, die man sofort abstellen kann und sollte. Und auch mit anderen nachhaltigen Dingen in der Küche beispielsweise agieren sollte. Aber viel noch handfestere Sachen in Richtung Klimawandel sind natürlich die Fortbewegungsmittel, unter anderem Auto. Ich bin natürlich auch in einem Konzern groß geworden, wo es immer darum ging, wer hat hier das größte Auto und den fettesten Parkplatz. Das sind Dinge, die hoffentlich völlig obsolet sind. Darauf kommt es heute nun wirklich nicht mehr an. Also das sind so Dinge, die man sich anschauen kann, wie weit hier das E-Auto greifen kann, wie weit man Carsharing betreiben kann, wie weit überhaupt ein Auto notwendig ist. Ich selbst habe mein Auto abgegeben, ich wohne in Hamburg, ich brauche das nicht mehr. Ich kann sehr gut dort mit der U-Bahn oder wenn es dann halt weitergeht, mit der Bahn fahren. Und wenn ich dann doch ein Auto brauche, in Hamburg beispielsweise, stehen halt jede Menge Autos rum. Mir ist völlig klar, das ist auf dem Land nicht immer so möglich. Da muss man halt schauen, welche Alternativen gibt es dort. Man fängt ja ohnehin kleine Schritte an. Das ist ja auch nicht so, dass man jetzt gleich das große Ganze verändern will. Darum geht es ja auch erstmal überhaupt nicht. Das ist auch, mir ist es völlig klar, das ist ein Dauerlauf. Ne? Das ist kein Sprint. Man muss irgendwo anfangen. Das Thema Fahrräder. Also ich glaube, auch das hat sich jetzt mittlerweile rumgesprochen. Es gibt, ohne hier Werbung für Jobräder zu machen, weil es ja auch eine Firma gibt, die so ähnlich heißt. Aber da gibt es natürlich Möglichkeiten, die man seinen Mitarbeitern zukommen lassen kann. Ja, wie gesagt, Corona lässt grüßen. Natürlich jetzt die Homeoffice-Möglichkeiten glücklicherweise. Und es ist ja wirklich erstaunlich, dass es erst dazu kommen musste, durch diese Zwangsdigitalisierung, dass jetzt der Arbeitgeber verstanden hat, dass auch die Arbeit eben halt von zu Hause aus gemacht werden kann. Und sämtliche Studien, also können alle gerne angefordert werden, belegen alle ein und dasselbe, dass die Produktivität zu Hause eine deutlich bessere ist. Also auch die Kreativität ist eine deutlich bessere. Natürlich hat man private Momente, wo man abgelenkt wird, das ist ja völlig klar. Aber seien wir ganz ehrlich, die haben wir in der Firma auch stetig und ständig. Zahlreiche Meetings und kann ich mal kurz stören und so weiter. Das hat man in seiner privaten Umgebung grundsätzlich nicht immer so, sofern das natürlich möglich ist. Das ist auch klar, müssen natürlich die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und das ist auch eine Aufgabe des Personalers, die Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Also das heißt, man ist auch verantwortlich, dann sind wir beim betrieblichen Gesundheitsmanagement, dafür Sorge zu tragen, dass der Mitarbeiter eine entsprechende Wohlfühlatmosphäre zu Hause hat, also sprich das Mobiliar und natürlich auch die Bildschirmgröße, weil man natürlich jetzt doch viel mehr wahrscheinlich am Bildschirm arbeitet. Ja, denn die grundlegende Flexibilisierung der Arbeitszeit, das ist ja nicht mehr notwendig, dass man jetzt 9-to-5 arbeitet, sondern am Ende des Tages wird man ja daran gemessen. Mir ist auch klar, dass es natürlich nur auch in bestimmten Berufen geht. Es geht nicht überall, sondern man wird gemessen an den Zielen. Und dazu bietet der Arne Priest ja auch Zielvereinbarungssysteme als Beratung an, die mittlerweile unterjährig ja mehrfach geführt werden.
Aber gut, warum auch das ganze Thema Green? Weil es ist natürlich ein Stück Employer Branding, es ist ein Stück, gerade jetzt in diesem Zeitalter, im War for Talents, mit dem man halt auch gut werben kann, wenn ich entsprechend das alles organisiere. Ich muss auch nachschauen bei den Werbegeschenken. Kann man sagen, ja, ist es Aufgabe des HRs? Ja, es ist ja auch Aufgabe des HRs, sich um solche Dinge zu kümmern, dass diese halt eine Nachhaltigkeit haben, wenn sie dann überhaupt noch zum Einsatz kommen müssen. Aber bleiben wir bei den typischen Themen, wie zum Beispiel Recruiting, Papierbewerbungen einfach ablehnen. Es gibt keine Papierbewerbung mehr. Ganz deutlich auf die Website schreiben, wir akzeptieren nur noch als PDF oder halt, wenn Sie ein Bewerbermanagementsystem haben, wo dann entsprechend die Unterlagen reingehen. Digitale Bewerbungsgespräche. Auch das glücklicherweise ist jetzt angekommen, dass man über Skype oder auch andere DSGVO-konforme Medien, was Skype jetzt gerade nicht ist, entsprechend zum Einsatz kommen. Da gibt es ja auch viele Anbieter, die das anbieten, dass man den Bewerber eben halt nicht, und ich weiß, wovon ich spreche, ich habe hunderte von Bewerbungsgesprächen geführt, habe viele eingeladen, weil es für mich bequemer war. Aber auch das ist ja völliger Unsinn. Man kann heutzutage bis kurz vor Schluss und vielleicht sogar auch komplett seine Gespräche digital führen. Warum ist es notwendig, dass diese Person vor Ort sitzt? Ich glaube nicht, dass die sich anders großartig anders verhalten wird als vor der Kamera. Wobei das ja auch nicht unbedingt das Entscheidende ist. Es geht ja auch meist mehr um die Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ja, da haben wir viele Beispiele. Betriebliches Gesundheitsmanagement, nicht? Also das Thema Kantine und Werksverpflegung haben wir da, dass man da eben halt genau schaut, dass man auf ganze Kaffeekapseln, auf all das verzichtet, wenn Sie da einfach mal reingehen als Personaler zusammen mit wem auch immer. Ich sage ja auch nicht, dass Sie das alleine machen sollen, sondern das machen Sie nach Möglichkeit bitte mit Kollegen, die genau für diesen Bereich zuständig sind. Wissen Sie, welches Leitungswasser Sie trinken? Auch da zu schauen, wie ökologisch nachhaltig ist das? Aus welchen Quellen kommt das? Dann natürlich die alltägliche Debatten um das Thema Betriebskantinen, nicht? Vegetarisch, vegane Gerichte, auch das berührt viele Menschen, die einfach Fleisch ablehnen, weil es eben aus nicht nachhaltigen Produktionen kommt. Auch das bitte, es muss ja nicht Ihr Lebensstil sein, darum geht es ja gar nicht, sondern dass Sie einfach Sorge tragen, dass Ihre Mitarbeiter sich entsprechend da wohlfühlen. Dann haben wir das Thema CSR, also hier auch das Thema Corporate Social Responsibility, dass Sie da schauen, was können Sie tun mit Ihrer Firma, damit es der Welt ein bisschen besser geht. Sie ganz persönlich mit Ihrer Abteilung, mit der Firma. Es gibt so viele Möglichkeiten, sei es in Deutschland oder auf der Welt, die Stück dann ein bisschen besser zu machen. Also da fallen mir jetzt so viele Themen ein, aber leider habe ich nicht die Zeit dafür. Heute zumindest, gerne dann im Rahmen eines der nächsten Vorträge. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zumindest mal so ein paar Dinge geben, auch so ganz pragmatischer Art, worauf Sie achten sollten. Aber dazu haben wir entsprechende Seminare auch aufgebaut, die der Arne Priest sicherlich noch vorstellt oder vorgestellt hat, wie Sie und wo Sie entsprechend die Stellhebel ansetzen können. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und hoffe, dass Sie da für sich den richtigen grünen Weg finden. Insofern schon mal fürs Zuhören. Meinen grünen Daumen hoch. Vielen Dank. Ja, ich sag mal, willkommen zurück in der Podiumsdiskussion. Klasse der Einspieler oder auch die praktischen Themen, die Thialf gerade angesprochen hatte, die wollen wir doch gleich mit rübernehmen. Und ja, ich sehe schon, Arne ist mit dazu gestoßen. Und ja, ich würde gerne bitten, jetzt auch noch die beiden Generationen Urke, dann den Fritz. Und ja, jetzt sind wir alle in der Runde. Ja, super. Alle wieder an Bord. Die einmal die Themen, die Thialf gerade reingeworfen hat, die können wir gerne gleich übernehmen. Ich würde aber gerne auch noch mal ein, zwei Punkte, die jetzt noch im Nachgang an Fragen auch reingekommen sind, mal mit in die Runde nehmen, weil das ist, glaube ich, ein Thema, wo jeder so einen Einwurf zu geben kann. Vielleicht, weil du gerade bei mir direkt nebenan stehst, Arne, die Frage mal an dich rübergestellt. Wir haben viel darüber gesprochen, dass vor allen Dingen die Führungskräfte mit in die Verantwortung genommen werden sollen.
Und da kam die Frage im Chat, wie sieht das denn mit dem einzelnen Mitarbeiter aus? Wie stellt sich denn seine Verantwortung dar? Also wir wissen alle, dass der Mensch durch Vorbild lernt. Das ist ja neurobiologisch bewiesen, das stärkste Lernprinzip. Und natürlich wären Management und Führungskräfte immer diejenigen, auf die auch die Mitarbeiter schauen. Ja, und man kann nicht eben Wasser predigen und Wein saufen in dem Sinne nach dem Motto, liebe Mitarbeiter, wir haben jetzt für euch Carsharing oder wir haben für euch Mobilitätslösungen, die eben nicht mehr mit dem fetten Diesel zu tun haben auf dem Hof. Und selbst fahre ich gerade eben mit dem dicken SUV vor. Ja. Aber in der Tat, am Ende kommt es auf jeden einzelnen Mitarbeiter an. Ja, und unsere Konzepte, die wir bei HM Green eben auch den Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, die gelten am Ende so. Und ich hatte ja die 4 Ausbaustufen gezeigt, dass ich jeden Mitarbeiter erreiche und sogar auch als Privatmensch, ja, vielleicht an Initiativen teilzunehmen, die außerhalb der Unternehmensgrenzen sind. Und dann natürlich, wenn die in Schwung kommen und sagen, ich bin dabei und ich fühle mich auch verantwortlich und ich will meinen eigenen Kindern ja auch zeigen, dass ich was dazugelernt habe, dann darf es natürlich nicht sein, dass man sagt, ja, aber ich gucke gerade auf meine Führungskraft, die verhält sich völlig anders. Ja. Und dann komme ich wieder zurück zu dem Vorbild. Aber die Antwort auf die Frage ist, am Ende müssen wir jeden mit auf die Reise nehmen. Damit multiplizieren wir sozusagen die Effekte und können nicht nur sagen, wir haben die Führungskräfte jetzt hier, die in der Pflicht sind und die Mitarbeiter lehnen sich zurück und sagen, ja, dann mach doch mal, dann guck doch mal, ob ihr Green Company werdet. Genau, ich habe gerade den Stefan schon gesehen, der mit Sicherheit ja auch vielleicht mal Beispiele hat, wenn der Einzelne nicht mit abgeholt werden kann, was dann passiert. Von ja, auch gerne. Das. Ich wollte aber, Dankeschön, Thomas, ich wollte aber dem Arne nur nochmal unbedingt beipflichten. Und das ist auch der Grund, warum ich betone, es muss oben anfangen. Es muss tatsächlich ein Mindset sein. Wir hatten das Beispiel Ecosia, wir können noch VD nehmen, wir können Patagonia nehmen, wir können, du bist hier der Chef, die wir neulich im Interview hatten, wir können alle möglichen nehmen, wo von oben entsprechend vorgelebt wird, Sinn, ehrliches, ethisches Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und wo die Menschen dahinter auf einmal merken, hier bin ich ich selber und nicht ein Funktionsträger, der dafür Sorge trägt, dass Aktionäre mehr Geld haben. Du hast vorhin erwähnt, Arne, mit dem New Work, nämlich das zu tun, was man wirklich will. Und ich glaube, wenn wir eine wirklich saubere, grüne, ethische Ausrichtung im Unternehmen haben, kommt es schon fast automatisch. Noch ein Wort zu deinem Vorbild. Da erinnere ich mich, an letzten Jahr hatten wir einen Teilnehmer, der hat mal berichtet, dass unter anderem dann die Car Policy auf dem Prüfstand war, wegen CO2. Und dann wurde diskutiert, Verkäuferautos und Technikautos und sowas alles. Und dann hat einer erwähnt, dann sollten wir auch mal die Autos der Geschäftsführung uns angucken. Dann müssen wir selber mit Vorbild vorangehen. Und ruckzuck war dann keine Zeit mehr und das Thema abgeräumt und wurde nicht mehr wieder auf die Agenda genommen. Und das zeigt so auf, wie es dann tatsächlich ist. Walk the talk, dieses Vorbild ganz, ganz wesentlich. Da genau, möchte ich eins hinzufügen, wenn ich darf. Dieses ja, klar, Walk the talk ist wichtig. Und die Sache muss von oben beginnen. Aber wir sind ja hier bei HRM Green. Wenn wir die Mitarbeiter begeistern, denn viele Chefs, ich spreche jetzt aus der Chefrolle, obwohl ich kein dickes Auto fahre, wie Tjalf zum Beispiel weiß, sondern ein ganz klitzekleines Elektroauto und das seit fast 30 Jahren. Die Chefs meinen manchmal auch, naja, wenn ich jetzt hier sage, wir machen einen auf grün, wir machen dieses, wir machen jenes, ich kenne das auch, ich habe CEO-Stammtische schon geleitet, CEO-Kamingespräche, die kommen dann in ihre Firmen und sagen, Mensch, ich bin total begeistert, wir machen jetzt nachhaltig. Dann sagen die Mitarbeiter, Chef spinnt mal wieder, hat mal wieder was gehört. Deswegen, ihr Personaler, ihr dürft vom Chef bis zum Gabelstaplerfahrer die Leute ermutigen. Ihr dürft sie empowern, ihr dürft ihnen die Angst wegnehmen. Nico hat es so schön gesagt, es gibt Anreizsysteme. Und wenn man erstmal auf dem Trip ist, dass man gehört wird als Mitarbeiter, aber auch, dass man ernst genommen wird als Chef und nicht nur belächelt wird, der Chef will jetzt wieder mal die Welt retten. Wenn wir also gemeinsam zusammen an einem Strick ziehen, dann kommt das, was ich vorhin beschrieben habe, dieser Spirit, dieser Geist, diese Begeisterung. Und dann gibt es kein Halten mehr. Und ich finde es auch so schön, dass man es jetzt hier kennenlernt. Es gibt kein Halten mehr. Und die Vorbildfunktion,
wenn wir die nicht einfordern, sondern vielleicht anregen und sagen, Chef, kannst du nicht mal, oder ich bin Aufsichtsrat in einer AG und habe sehr zum Erstaunen meiner Aufsichtsratkollegen gesagt, was halten Sie davon, wenn wir unsere Bezüge halbieren? Dann war erstmal Stille, nochmal Stille. Und dann haben die gesagt, naja, eigentlich stimmt, wir müssen nicht mehr aus Zürich anreisen, wir müssen nicht mehr aus Wien anreisen, wir haben ja hier Digitalkonferenzen, wir sind bereit, das mitzumachen. Dann gab es leider oder Gott sei Dank eine undichte Stelle im Aufsichtsrat und im Betrieb bzw. der AG und den 40 Filialen wurde es bekannt und die Mitarbeiter sind seitdem begeistert. Sie finden es toll, dass der Aufsichtsrat freiwillig seine Bezüge gekürzt hat und überlegt euch mal, was passieren würde, wenn unsere Herren Bundestagsabgeordneten sagen würden, im Zeichen von Corona sind wir bereit, auf 10% unserer Bezüge zu verzichten. Ein Ruck würde doch das Volk geben. Stattdessen, was haben wir? Maskenaffäre. Hier, da, dort. Und deswegen, wenn wir alle gemeinsam hier als Vorbild vorangehen, nicht sagen, der Chef muss anfangen oder der Gabelstaplerfahrer, wenn wir alle gemeinsam das tun, dann funktioniert es? Die Best Practice Cases haben wir im Forum und im nächsten Heft haben wir zum Beispiel einen schönen Artikel eines ehemaligen Führungsverantwortlichen, der gesagt, wir sind alle Matrosen des sinkenden Schiffs. Das heißt ja, das also, der Entwickler, der LKW-Fahrer, der Controller, jeder hat ein bisschen Anteil daran, dass wir im Moment noch so sind, wie wir sind. Aber das können wir ändern. Ja, das schließt so ein bisschen auch an so einen kleinen Einwurf, den wir im Chat eben hatten. Denn mit der Veränderung, was die Reisethemen angeht, gehen natürlich auch negative Aspekte mit einher. Das heißt, Verbindungen werden vielleicht nicht mehr so stark und die Kommunikation leidet darunter. Von daher kam eine Anmerkung, dass es wichtig ist, dass man gerade beim Thema auch Reisen beides so ein bisschen im Blick hat und so ein bisschen auf Verträglichkeit da achtet. Ich will nochmal auf einen Punkt heraus, wo vielleicht auch der Nico mal einen Einwurf geben kann, weil nicht immer funktioniert ja alles so, wie man das geplant hat. Wahrscheinlich ist vieles auch sehr gut gedacht und man sieht es in der Umsetzung sehr oder in der Planung sehr positiv und dann, wenn es umgesetzt wurde, merkt man, wenn der Mindset nicht so richtig passt und alle mitziehen, geht es nicht in die richtige Richtung. Hast du da was zu berichten? Ja, also das ist jetzt vielleicht der Psychologe, der aus mir spricht. Das wissen wir aus der Psychologie, nur die wenigsten Entscheidungsprozesse treffen wir kognitiv. Und das heißt, wenn ich Zweifler dabei habe, bringt es sicherlich ein bisschen was, mit auf rationaler Ebene dort zu appellieren und Überzeugungsarbeit zu leisten. Der wesentlich wichtigere Teil ist aber das Affektive, das Emotionale, das Begeistern, das Vorleben. Ihr hattet das eben gesagt, das Lernen am Modell. Ne? Arne, du hattest das gesagt, Lernen durch Vorbilder. Und das ist eigentlich wichtig. Ne? Durch Bilder, das wird zeigt das T-Shirt. Und das ist eigentlich das Wichtige, ne? Die emotionalen Appelle, arbeiten mit Bildern, Erfolge feiern, ne? Emotionalisieren, was haben wir denn schon geschafft, ne? Sichtbar machen, was haben wir denn erreicht, was ist wegen unserer Company-Arbeit vielleicht an Schlimmem bewahrt worden, wie viel haben wir eingespart und sowas. Und ich glaube, das sind eigentlich die positiven emotionalen Appelle, das sind eigentlich die, mit denen man was erreicht. Weil alles, was dann auch wieder in Richtung irgendwie Angst und negative Appelle geht, das ruft dann auch wieder Reaktor. Genau, dann muss der Fritz wieder das T-Shirt aufmachen. da muss er wieder das Herz zeigen. Das alles, was mit Angst passiert, das ist auch wieder, das kann schnell wieder Ablehnung und Reaktanz hervorrufen. Ja, ich möchte auch noch ergänzen, ja und nein. Irgendwo, ihr wisst, wie die England den Krieg gewonnen hat mit Churchill, Blood, Sweat and Tears. Ich denke mal, und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch sagen müssen, Leute, wir müssen auch umdenken dahingehend, was ist Erfolg, was ist unser Ziel des Wirtschaftens, nämlich nicht Wachstum, Aktienkurs und viel Geld auf dem Konto alleine, sondern da ein bisschen runterfahren und das auch ehrlich sagen. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die ist ein Teil davon.
und nicht, um das mal andersrum zu sagen, hey, werdet mal grün, das ist gerade der Trend, da springen alle auf. Wenn ihr das macht, dann kriegt ihr neue Käuferschichten und kriegt ihr die besten Mitarbeiter, was auch vorhin anklang. Ja, das stimmt, aber es sollte nicht das Ziel da sein, weil sonst ist, wenn das nicht mehr der Fall ist, ganz schnell Ende mit Nachhaltigkeit. Und das ist so wichtig, es ist von innen heraus und ehrlich zu wollen. Bin ich bei dir. Ja, genau. Also vielleicht auch nochmal eine Frage, weil uns ja viele zuhören, die ja auch so ein bisschen nach Lösungen suchen, wie sensibilisiere ich und wie informiere ich mich da auch. Was meinst du, Arne, hat HR im Moment überhaupt genügend Zeit? Weil auf der einen Seite hattest du ja auch schon oft drüber gesprochen, wie New Work mit einbezogen werden kann. Aber die aktuelle Pandemie kann ja auch dazu führen, dass vieles bremst. Von daher ist Corona eher ein Beschleuniger oder ist Corona wirklich jetzt ein Antrieb, Dinge schneller umzusetzen? Also ich glaube, alle, die wir hier sind und vielleicht auch die, die uns noch zuhören hier in der Podiumsdiskussion, werden wohl wissen, im Moment ist das eine Bremse ohne Ende. Ja? Mit den Top-HR-Managern, mit denen ich spreche, die wirklich teilweise Arbeitsdirektoren sind, Vorstände, HR, Personalleiter, die sagen mir alle, Arne, gerne, finde ich total super und ich würde auch persönlich sofort, aber habe ich gerade gar keine Zeit für. Ja, wir machen hier Kurzarbeit, meine ganze Personalabteilung ist in Kurzarbeit. Ich habe 1000 Projekte auf der Liste. Ich soll hier New Work und digitalisieren und was nicht alles machen. Ich würde es gerne machen, aber ich habe da gar keine Zeit für. Und wenn ich zu meiner Geschäftsführung hingehe, dann sagen die auch, ey, sorry, uns bricht hier gerade Geschäft weg. Es gibt natürlich auch Unternehmen, bei denen ist das nicht so. Die kriegen gerade Wind unter die Flügel. Aber ich würde mal sagen, der Großteil, die leiden gerade unter der Pandemie. Und ich habe in einem meiner Vorträge auch mal gesagt, zwei große Krisen schafft der Kopf nicht. Ja? Und Pandemie ist jetzt gerade vielleicht die mich näher bedrückt, die noch stärkere Auswirkungen hat. Und die zweite, Planet A zu retten, da habe ich gerade den Kopf nicht für. Ich habe jetzt gerade ein Audit gemacht von einem Unternehmen, die brauchen es wirklich. Die sind im Automotive-Bereich unterwegs, sind Zulieferer von Automobilindustrie. Die haben ein derartiges Reputationsproblem, ja, weil natürlich alle jetzt drüber sprechen, ey, moderne Mobilität, was produziert ihr immer noch, für was? Und das Verbrennermotoren, die haben ein totales Problem. Und dann hat er mit mir gesprochen und sagt, du, ich brauche so ein Thema, ich muss im Employer Branding was machen. Ich habe ihn gerüstet mit dem Thema HM Green. Dann ist er zu seiner Geschäftsführung gegangen, in seinem Jahreszielgespräch, kam wieder total belämmert, hat gesagt, du, die haben mich einfach so abblocken lassen nach dem Motto, wir haben ja gerade andere Probleme, als jetzt hier auf grün zu machen. Die haben den Zusammenhang gar nicht begriffen. Ja? Also ich glaube schon, das ist eine totale Bremse, dass wir so etwas wie Homeoffice haben und dass Emissionsbegrenzung sind und so weiter. Ich würde sagen, das ist so ein kleiner netter Nebeneffekt mit so einer Schneeflocke im Hochofen, was den Klimawandel angeht. Aber ich glaube, das können wir nicht in die Waagschale schmeißen. Was ich so interessant an dieser Thematik finde, was ich, wenn ich da gerade einhaken darf. Gerne. Auf jeden Fall, ich kann das absolut nachvollziehen. Und auf der anderen Seite sehen wir im Privaten genau das Gegenteil. Man kauft bewusster ein, regionale. Man sagt sich jetzt in der Pandemie, worum geht es mir eigentlich wirklich? Was sind die wirklichen Themen, die mich bewegen? Und da haben wir doch genau diese Diskrepanz. Im Wirtschaftsbereich, im Unternehmen wird ganz anders gedacht als im Privaten. Und wir müssen, glaube ich, diese Verknüpfung wiederherstellen. Wir sind nicht da Mensch und da eine Rolle, wie Stefan vorhin gesagt hat, sondern wir sind nach wie vor alle Menschen. Wenn wir das ins Zentrum stellen und auch klar machen und dann zusätzlich die systemischen Zusammenhänge einmal darstellen, aus der Zukunft heraus denken, wo führt das Ganze weiter? Wir müssen resilient werden gegen den Klimawandel. Der wird kommen. Der wird vielleicht mehr oder weniger kommen, aber er passiert gerade. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und ich glaube, Fritz, du willst da auch was zu antworten. Knüpfen, wichtig, wie ich deine Körpersprache ganz sehe. Genau, Arne, das ist es ja. Wenn dieser HR-Mann von der Geschäftsleitung zurückkommt und die sagen, wir haben im Moment andere Probleme, das musste ich vor 30 Jahren ja auch hören, Umweltschutz kostet nur Arbeitsplätze und bringt ja nichts und so weiter. Genau das ist ja der Türöffner, dass man sagt, Moment, da draußen
kommt dieser Bewusstseinswandel. Moment, wir sind in dieser Situation, weil wir eben nicht innovativ waren, weil wir eben die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Ja, Himmel, Herrgott, Sakrament, wieso sind unsere Energieversorger dabei, an die Wand zu fahren? Warum müssen sie jetzt eine Lobbyarbeit machen, die schlichtweg schwachsinnig ist? Ich habe dazu Kamingespräche gemacht, wo sie dann hinter verschlossenen Türen gesagt haben, ja, wir haben alles wirklich verpennt. Warum sind wir so wenig flexibel? Warum sind wir so wenig innovativ? Warum erkennen wir die Zeichen der Zeit nicht? Weil eben das auch das Human Resources Management nicht wirklich funktioniert hat. Und deswegen ist jetzt höchste Eisenbahn. Und wir sterben sowieso, wenn wir es nicht tun. Also dieser Automobilzulieferer steht sowieso vor einem Radical Change. Und wenn er sich nicht so schnell wie möglich neu erfindet, dann ist er sowieso weg. Und deswegen, wenn er seine Leute nicht mitnimmt, um sich neu zu erfinden, er allein wird sein Unternehmen nicht neu erfinden. Und wie ich das Beispiel schon gesagt hätte, das, was Ellen auf die Beine gestellt hat, das hätten unsere Automobilkonzerne auch. Und zwar mit links machen können. Aber was hat BMW gemacht? BMW hat seine Batterietochter, die Warta, verkauft. In einer Zeit, wo andere schon gesehen haben, dass Elektromobilität kommt. Und das kann ich dir für jede Branche aufzeigen, wo eigentlich diese Veränderung, dieser Wind of Change gesehen, abzusehen ist und genutzt werden muss, weil sonst fährt man so oder so an die Wand, egal ob mit Corona oder ohne Corona. Und deswegen habe ich meinen Vortrag auch gesagt, Chance Klimawandel, denn das ist für diejenigen, die in der Lage sind, sich neu zu erfinden, die kreativ sind, die das Potenzial heben können, wie wir es vorhin gehört haben, die auch diese Bewusstseinsarbeit hinkriegen und es nicht nur aus Mode machen, sondern aus Überzeugung. Das sind die wirklichen Sieger. Und wir haben Beispiele gebracht. Ich kenne Christian von Ecosia, die Antje von Dewitz von VD und all diejenigen, die es aus Überzeugung gemacht hat. Und es war kein einfacher Weg. Dieser Weg wird ein harter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Aber die stehen jetzt auch mit einer solchen Kraft da, mit einer solchen Begeisterung und mit 400 Mann oder 800 Mann im Rücken, die gemeinsam mit ihnen das Ziel angehen. Sprich mit Antje, sprich mit diesen Leuten. Und deswegen bringe ich diese Best Practice Cases, um zu ermutigen und nicht zu sagen, wir wollen wieder bitte da zurück, wo wir vorher waren. Wir werden nicht mehr dahin zurückgehen in vielen Bereichen. Und was du ansprichst, vielleicht darf ich da noch kurz ergänzen, Fritz, das ist am Ende Change Management. Ich wollte vorhin bei Nico auch schon kurz eingreifen, aber das ist am Ende Change Management. Ja, ich bin da schon seit vielen Jahren Trainer für, habe da ein schickes Training, Change Management in Zeiten der Digitalisierung. Und im Übrigen ist es auch Teil unseres zweiten Moduls in unserer HRM Green Ausbildung. Wir haben ja zwei Trainings dort, da ist Projekt- und Change Management dann im zweiten Modul mit drin. Aber das Problem ist ja hier tatsächlich, wir reden über Menschen, die diesen Weg noch nicht gegangen sind, die Kurve noch nicht gekriegt haben. Vielleicht kennt ihr den Spruch, the only person who likes change is a wet baby. Ja, also ein Baby mit vollgeschissener Windel ist das einzige Wesen auf dieser Welt, was Veränderung will. Und jetzt reden wir von Top-Managern, die jahrelang es verschlafen haben, zukunftsfähig und innovative Unternehmenskonzepte aufzusetzen. Und dann jetzt zu sagen, okay, Personalleiter, jetzt gehst du hin und rüttelst den mal und sagst ihm mal, wir fahren so an die Wand, du musst dich jetzt verändern. Ja, und der ist der Personalleiter noch gar nicht richtig für gerüstet, weil er sich selbst auch gar keine Zeit dafür nimmt, um die Argumentationsketten aufzubereiten. Ich meine, wir sind ja hier ein Kreis derjenigen, die den Kopf schon umgeparkt haben und schon begeistert sind. Aber da draußen sind noch ganz viele, die sagen, da musst du mich erst noch 3 Wochen lang bearbeiten. Und dann sagt der Personalleiter, den ich ja wirklich stundenlang vorher gerüstet habe, mir gingen die Argumente aus. Mir gingen die Argumente aus. Er hat mir aber nicht zugehört. Und er würde mir schon noch nicht mal 1.500 Euro geben, damit ich ein Seminar buchen kann für einen meiner Mitarbeiter, damit der sich rüsten kann, um das Thema zu begreifen und im Unternehmen was anzustecken. Also wir stecken da schon noch so ein bisschen mit beiden Füßen im Treibsand, bevor wir richtig in Schwung kommen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Deswegen sage ich, das nehmen, was da ist. Das ist ganz wichtig. Und auch die, natürlich ist es wichtig, über das Intrinsische zu kommen. Aber ich glaube, der erste Einstieg, der funktioniert über das, was sich lohnt und das, was du über KPIs und über Euros argumentieren kannst. Damit du erstmal die Grund-Awareness schaffen kannst, damit es losgehen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube auch der ROI, ja, der wird am Anfang erstmal notwendig sein, bevor dann die Leute sagen, und jetzt habe ich auch begriffen, dass wir den retten müssen. Das Momentum mitnehmen. Ja. Genau, Stefan. Ist ja interessant, wenn man mal anderer Meinung ist. Also nicht ganz einig. Antje von Dewitz, Fritz hat es ja eben erwähnt, hat das neulich auch mal gesagt.
von ihrer Profitabilität. Natürlich müssen sie auch Geld verdienen und natürlich verdienen sie auch weniger im Benchmark mit anderen, die nicht so ökologisch aufgestellt sind. Das akzeptiert sie als Inhaberin dieser Firma und sagt, ja, das ist halt so. Natürlich, unser Wirtschaftssystem belohnt immer noch, Jan hatte vorhin dieses ausbeuterische, belohnt ja immer noch diejenigen, die möglichst unter Missachtung jeder Umweltstandards und möglichst unter Missachtung jedweder Menschenrechte produzieren. Da sind wir ja immer noch und unsere Verbände und Systeme unterstützen das ja auch noch. Also insofern nicht ganz einig, dass wir, ich bin dabei, Fritz, ich hatte es vorhin gesagt, Platz vor den Tiers. Wir müssen auch ein bisschen sagen, es kann auch wehtun. Es kann auch wehtun. Das Umdenken, dieses Umparken, wie Arne gesagt hat, Umparken im Kopf, das ist eben das ganz Entscheidende. Und wir sind uns dessen bewusst, behaupte ich mal, die wir jetzt hier sitzen. Ich habe letztes Jahr das auch erlebt, als wir mal aufgezeigt haben, dass wir nicht nur ein bisschen Klimawandel haben, sondern der Klimawandel gesamtbedrohend ist, dass wir im sechsten großen Artensterben sind, Plastik, Überfischung der Weltmeere, Abholzung, wir können das alles aufzählen, deklinieren, uns ist das alles klar. Genau das. Aber dieses Bewusstsein, danke für das Forum jetzt, dieses Bewusstsein ist nicht in den Köpfen. Das müssen wir herleiten, das müssen wir aufzeigen und den systemischen Zusammenhang zur Verantwortung und Rolle jedes Einzelnen knüpfen. Und wenn da es Klick gemacht hat, und dann bin ich wieder beim U, wenn es da Klick gemacht hat, dann entwerfe ich meine Zukunft anders, dann denke ich mein Unternehmen anders. Und diesen Klick, den brauchen wir. Wir sind uns einig, wir sind uns einig. Aber Arne sagt, Moment, die da draußen stecken im Treibsand. Und Nico sagt, naja, es muss auch ein bisschen mit KPIs belegbar sein. Und dann sage ich ganz einfach, ich bewege mich ja quer durch alle Branchen und eine Branche, die zurzeit mächtig im Umbruch ist, ist die Finanzbranche. Das heißt also, der nächste große Treibsand, Arne, vor dem du warnen kannst, ist, dass zukünftig die Investoren die Firmen absolut auf den Prüfstand stellen und gucken, wie ist diese Firma eigentlich gerüstet für die Veränderung? Gibt es sunken Assets, die zu erwarten sind? Also da tut sich sehr, sehr viel und gerade die Finanzwirtschaft gibt uns Rückenwind. Und Nico, du weißt es wahrscheinlich, also wenn Bosch oder die großen Firmen, wenn die jetzt am Kapitalmarkt sich Geld beschaffen wollen, die Investoren bis hin zu BlackRock sagen, Moment mal. Wie seid ihr für den Klimawandel gerüstet? Wie seid ihr agil? Wie seid ihr? Wie seid ihr? Wie seid ihr? Also auch da kann ich deinem Kunden und dir nur sagen, der Treibsand, in dem sie stecken, wird noch viel, viel schwerer. Der geht von Reporting, Berichterstattung, gesetzliche Vorgaben bis hin zum Kapitalmarkt. Und der Kapitalmarkt, ich sage immer, Geld ist neben, kann mein Hemd noch aufmachen, neben Liebe ist Geld das Beste, die stärkste Energie. Und das Geld ist im Moment mächtig dabei, sich etwas umzuorientieren. Und zwar nicht mehr zur Profitmaximierung, sondern hin zum Impact Investing. Und was vor fünf, all die Dinge, die ich vor 5 oder 10 Jahren gesagt habe, wurden immer belächelt und der spinnt ja ein bisschen. Mittlerweile ist Impact Investing, Social Responsible Investment, all die Dinge kommen. Und zwar mit einer Wucht, dass man sich warm anziehen muss, wenn man dem nicht folgt. Und Beispiel ist ja wieder mein Freund Alan, wo ich sage, wo hat der die ganze Kohle herbekommen? Ja, ich merke schon. Das höchst notierteste Automobilunternehmen der Welt, obwohl er ein Zwerg ist im Vergleich zu VW. Das verdienen seine Milliarden mit den CO2-Zertifikaten, die er an die anderen Autobauer weitergibt. Ne? Zum Beispiel. Also deswegen. Und dann kauft er Bitcoin, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Und damit fährt er zum Mars. Deswegen nochmal zurück. Für mich wäre auch sehr wichtig in dieser Diskussion, die wir haben, die Teilnehmer, die da noch draußen sind, die würde ich gerne hören, deren Probleme würde ich gerne aufgreifen, gemeinsam mit uns sechs lösen. Das heißt also, noch wesentlich interaktiver erfahren, was da draußen benötigt wird, was gebraucht wird. Arne, du hast uns davon schon erzählt, aber hier sitzen ja wirklich sechs Schwergewichte, deren Job es ist und nicht nur deren Job, sondern deren Passion, deren Driver es ist, wirklich an diesem Wandel mitzuarbeiten. Deswegen die Teilnehmer, die draußen sind, die würde ich zukünftig bei unseren Sessions, bei unseren Webinaren noch viel intensiver hören
und uns mit denen zusammenschließen. Denn, wiederhole es, gemeinsam können wir wahnsinnig viel bewegen. Wenn wir das nicht tun, können wir die Schreckensszenarien aufmalen. Aber das ist mir zu langweilig. Ja, ich glaube, Fritz, das ist eine gute Idee, dass wir bei zukünftigen Formaten die Teilnehmer mit Kamera reinholen. Dann ist noch mehr Interaktivität dann mit dabei. Aber ich glaube auch, was ich so mitbekommen habe, dass es auch sehr viel sein muss, dass Unternehmen viel mehr darüber reden, weil ich bekomme mit, dass das Unternehmen schon seit 10, 15 Jahren eigentlich schon sehr viel machen. Wenn man sich dann aber die Webseiten mal anschaut, dann ist leider nicht im Sinne von, wir tun was Gutes und reden drüber, das Ganze dann zu finden. Und das ist ja gerade der Mehrwert für die Einzelnen, für die eigenen Mitarbeiter, für die Mitarbeiter, die auch gewonnen werden sollen und auch als Ideengeber zu fungieren. Also das heißt, wenn ich in dem Moment, wo ich drüber rede und ein Best Practice sehe und aufnehmen kann, bin ich kurz davor, das auch selber schon umzusetzen. Also ich bin bereit, gemeinsam mit euch die Best Practices vorzustellen. Wir gehen ja immerhin an alle Bundestagsabgeordneten, alle Landtagsabgeordneten, über 10.000 entscheidende Unternehmen. Bitte, die Leute, die jetzt hier draußen zuhören, bitte hier meine Kollegen auf dem Panel, schickt mir die Best Practice Cases, die ihr habt, denn Menschen, Anne, du hast gesagt, sie haben Angst vor der Veränderung. Menschen, wenn sehen, bei anderen hat es geklappt. Nico, als Psychologen wissen wir das. Die Menschen lernen am Beispiel. Die Angst lähmt eher, während das Beispiel die Aussicht auf das Ziel motiviert. Und deswegen Best-Practice-Beispiele her zu mir. Wir transportieren die über Forum. Und dann haben wir sechs auch das gelebt, wovon wir geredet haben, nämlich wir kooperieren, wir helfen, wir packen an, wir arbeiten zusammen. Und das halte ich für Conditio sine qua non. Der Mensch muss als soziales Wesen die Herausforderung sehen, aber nicht die ganze Zeit das Wort muss und müssen und wir dürfen nicht, sondern wir wecken die Begeisterung, wie Exuperides sagte, die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und wenn wir diese Begeisterung wecken auf dieses neue Land, dann ist man auch bereit, Platz für den Tiers in Kauf zu nehmen, die Ärmel hochzukrempeln, weil man Lust hat, dieses neue Land zu entdecken und zu erreichen. Schönes Schlusswort. Ja, denke ich auch. Das war ein tolles Schlusswort und auch dein Aufruf, aktiv zu werden und mit in die Kommunikation zu gehen, Beispiele zu teilen. Das ist eine gute Sache, die wir in die Planung aufnehmen. Ja, von daher möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Tolle Runde und ich glaube, es wurde jede Menge Ideen wurde vermittelt und ich kann mir nur vorstellen, dass da dadurch Dinge begrünt werden und dass daraus sehr viel Gutes entsteht. Also von daher vielen Dank und ich würde gleich mal übergehen, um auch mal unsere Sponsoren zu benennen, die das Ganze im Endeffekt auch möglich machen an der Stelle, dass wir alle die tollen Referenten auch aufbieten können, wie zum Beispiel Personio, JobClipper, Arbeit und Arbeitsrecht, aber auch die Bildungspartei, die sich gerade in Gründung befindet. Von daher tolle Sache, dass die mit uns zusammen dieses Event möglich machen kann. Da würde ich gerne noch eingreifen, Thomas, auch wenn es jetzt, dass wir wirklich diese Sponsoren, die ja schon ein Commitment abgeben, plus Jan, Stefan, Nico, Thomas, du, dass ihr dafür sorgt, dass wir jetzt nochmal zusammenkommen und dass wir eine Seilschaft bilden des Wandels. Denn wir gemeinsam mit diesen Sponsoren können was bewegen. Deswegen nochmal auch Danke an diese Sponsoren. Gleich im Anschluss an diese Sendung, dass wir uns zusammentun und es jetzt nicht mehr liegen lassen. Die Zeit drängt und jetzt können wir loslegen. Ja, super. Inklusive Zuhörer. Nehmen wir mit, dass wir auch, sage ich mal, an dem nächsten Format da ansetzen, wo wir jetzt gerade stehen und aufgehört haben. Und ja, die Leute und die Unternehmen auch aktivieren, noch mehr teilzunehmen.
Gut, und das HR-Networks-Format begleitet uns auch jetzt in der zweiten Märzhälfte. Ich blende das mal mit dazu, damit wir das sehen können. Wir haben jetzt am 16. März dann auch die nächsten Veranstaltungen. Das geht jetzt Schlag auf Schlag in der Woche. Das Thema HM Green ist dann auch wieder dran am 5. Juli im Moment eingeplant. Von daher, ja, würden wir uns ganz einfach freuen, wenn ihr dort bei diesen Veranstaltungen, die jetzt zu sehen sind und auch am 5. Juli wieder schlagkräftig mit dabei seid. Und vielleicht auch nochmal ein Hinweis an all die Punkte, die vielleicht noch nicht beantwortet wurden oder wo Informationen noch ausstehen. Das werden wir im Nachgang nachholen, aber auch genauso die Möglichkeit, dann wieder auch auf uns zuzugehen, wenn vielleicht im Nachgang noch Fragen im Hinterkopf auftauchen, weil das Thema ist so komplex und mit so vielen Möglichkeiten verbunden. Von daher denke ich mal, dass auch an die Referenten vielleicht noch Fragen im Nachgang dann beigesteuert werden. Okay, dann ja, sage ich mal, bleibt gesund und eine tolle klimaneutrale Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Herzlichen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao.